Hallo und guten Morgen. Ich begrüße Sie zu unserem Microsoft Community Event Nummer 8 November. Dieses Mal geht es um den Microsoft Endpoint Manager. Ich denke, wir haben ein ganz interessantes Programm zusammenstellen können. Doch bevor es losgeht, kurz wie immer ein bisschen Organisatorisches. Das Event wird aufgezeichnet und Sie kriegen das Event bzw. den Link auf das Event zugeschickt. Also nichts notieren oder sonst was, alles wird protokolliert. Wenn Sie möchten, schicken wir Ihnen auch auf Wunsch die Folien zu, wenden sich an Ihren Account Manager oder direkt an mich und Sie bekommen den Foliensatz. Die Serie, an der Stelle auch schon mal angemerkt, wird natürlich weiter fortgesetzt, wie bisher auch. Also jeden Monat ein Event. Für Dezember haben wir ein Event mit der großen Überschrift Migration nach M365. Und ich denke, auch das wird wieder interessant werden. Wir werden es aber auch im neuen Jahr fortsetzen. Ich habe ganz am Ende noch einmal die Daten zu den Events aufgeschrieben. Es wird aber auf jeden Fall noch mal eine separate Einladung geben dazu. Ja, die Agenda gucken wir uns vielleicht gerade schnell an. Kommt sie? Ja. Jetzt kommt sie. Die Agenda sieht folgendermaßen aus. Wir werden uns mit dem Endpoint Manager auseinandersetzen und quasi so Komponente für Komponente vornehmen, damit man wirklich die Leistungsfähigkeit und das Volumen des Produktes irgendwo erfassen kann. Das geht dann so los, dass wir sagen, okay, was brauche ich für Rollouts und für Aktualisierungen? Anschließend kommen Konzepte vom Modern Desktop Management mit dem Produkt. Dann haben wir ein ganz interessantes Thema, den Bechtle Smart Workplace. Logischerweise wie immer, so nach einer guten Stunde irgendwo die entsprechende Pause, Biopause, Kaffee holen, was auch immer. Danach geht es mit der mobilen Welt weiter. Ein paar Gedanken noch zu Anytime, Anyplace, Anywhere. Und muss natürlich auch sein, wie immer noch Security-Aspekte. Heute wird das ist ein bisschen eine Ausnahme, heute wird das Ganze präsentiert von vier Personen. Alles Corona-konform. Nach der Pause werde ich meinen Platz tauschen mit Dennis und der Markus kommt remote dazu, sodass wir da im grünen Bereich laufen. Aber ich denke, das sind zwar viele Leute heute, aber es sind ja auch, wie soll ich sagen, vielfältige Themen oder breit gefächerte Themen. Ganz kurzer Warm-up, aber wirklich nur ganz kurz. Da stehen solche Dinge in den Überschriften, die ich so die letzten Tage gelesen habe. Microsoft führt SCCM und Intune zu Endpoint Manager zusammen. Also damals SCCM und damals Intune, das heißt jetzt Endpoint Manager. Dann haben wir noch eine ganz andere Überschrift. Da steht irgendwas mit einer Automatisierung. Ich kann es gar nicht lesen, weil Mit es zu einem viel ist. automatisierten Management haben Sie auch eine große Anzahl von Computern und mobilen Geräten jederzeit im Und die Griff. blaue Schrift? Microsoft Endpoint Configuration Manager, vormals SCCM. Aha, jetzt ist nicht der Endpoint Manager, sondern der Endpoint Configuration Manager beim SCCM. Genau, das. Verwirrt mich schon mal. Microsoft Endpoint Manager Intune ist ein Produkt, das ist die andere Überschrift. Noch einmal irgendwo eine Interpretation und letztendlich der Artikel von ADN, der hat noch mal eine andere Interpretation. Also was ich rauslesen kann, ist so ein bisschen Automatisierung. Ja, sieht man ja schon auch Power Automate und so. Ein bisschen Verwaltung oder Organisation, ein bisschen mobile Geräte verwalten und so weiter, aber irgendwo so ein richtig scharfes Bild habe ich von der Sache nicht. Okay. Es stellen sich Fragen und diese Fragen hätte ich gerne beantwortet innerhalb der nächsten Zeit. Ich geb mir Mühe, das alles zu beantworten. Okay. Und freue mich, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind. Hadi, wirst du mir den Drücker übergeben? Jawohl, bitteschön. Dankeschön. Wir schauen uns mal das Thema Rollouts und Aktualisierungen an. Ich bin vom Stuhl gefallen. Alles gut, das ist nur dein Mikrofon, das kennen wir ja schon. Also im Endeffekt ist der alte Name des Endpoint Manager Microsoft Intune.
So ganz konsistent ist es selbst bei Microsoft noch nicht. Das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Die manche Konsole nennt sich leider immer noch Intune und wenn man Intune sucht, findet man auch noch Intune. Wenn man dann draufklickt, heißt es dann aber, Intune ist jetzt übergegangen in Endpoint Manager und bitte geh doch auf die Endpoint Manager Konsole. Kann das daran liegen, dass es Intune einfach der, wie soll ich sagen, der Begriff ist, der am meisten präsent war, immer in der Vergangenheit? Definitiv. Ne? Also dieses Intune-Thema, das kennt man ja schon relativ lange, das gibt schon sehr lange. Früher eher aus dem Mobile-Bereich, wo sie ein Mobile-Device-Management damit gemacht haben. Ja. Daher kennt man das schon ein bisschen. Aber inzwischen ist halt dieses Intune Endpoint Manager geworden und der Endpoint Configuration Manager ist das ehemalige SCCM, also die lokale Komponente, die ich jetzt aber mit dem Endpoint Manager verbinden kann. Oder beziehungsweise konnte ich vorher schon, aber jetzt ist es unter einem Namen verbunden. Früher hieß es halt SCCM und Intune, jetzt heißt es Endpoint Manager und der Endpoint Configuration Manager ist das neue SCCM. Und Intune ist jetzt einfach Endpoint Manager. Aha. Ja, ist nicht ganz trivial. Okay, aber die Nebel werden sich lichten im Laufe der Zeit, denke ich. Also, Intune ist eben, oder Endpoint Manager ist eine 100% Cloud-basierte Management-Lösung. Mit dieser Lösung kann ich sowohl mobile Endgeräte als auch mobile Endgeräte im Sinne von iOS und Android und Windows Mobile, aber das ist nicht mehr ganz so verbreitet. Ja. Und Windows 10 Mac OS X Endgeräte verwalten. Weil Microsoft ja selbst auf Android setzt mittlerweile. Ne? Inzwischen mit dem Surface Duo und so Geschichten ist es ja tatsächlich so, dass wir hier jetzt auch die Brücke zu Android geschlagen haben und Microsoft das hauseigene Mobile-Betriebssystem hat sterben lassen. Wir haben im Intune einen Connector für Active Directory oder im Endpoint Manager. Was heißt denn das? Das heißt, wir können, obwohl es eine 100% Cloud-basierte Lösung ist, Geräte in unser lokales Active Directory einbinden, über die Cloud. Das schauen wir uns dann beim Thema Autopilot auch nochmal ein bisschen genauer an. Und wir haben ein Zertifikats-Connector. Das heißt, wir können unsere PKI und sonstige Themen auch wunderbar an unseren Endpoint Manager anbinden und können darüber auch Zertifikate verteilen, die wir lokal haben. Ein Beispiel da S-MIME oder sei es Radius-Zertifikate für Authentifizierung im WLAN und. Diese ganzen Themen können wir alle darüber abbilden. Heute wichtiger denn je. Absolut. Wir kommen ja zu den Security-Themen nochmal am Schluss ein bisschen genauer. Aber das nur mal schon mal als Ausblick. Wir haben also die Cloud-based Management-Konsole, die wirklich in der Cloud läuft und auch alle Rechner über die Cloud, über Public Internet im Endeffekt anspricht. Nichtsdestotrotz haben wir die Verbindung in unsere lokale Welt weiterhin hinein. Also das, was wir früher halt gemacht haben, weil wir den SCCM brauchten, weil wir eben Domain Join und sonstige Themen gemacht haben, können wir jetzt über Endpoint Manager abbilden. Hört sich ja erstmal gut an. Es ist ziemlich smart und ziemlich mächtig an der Stelle. Schauen wir an der Stelle mal weiter. Der Configuration Manager, das ist eben das, was ich gesagt habe, die lokale Verwaltung, die wir bisher als SCCM gekannt haben. Das heißt, ich kann meine Pakete im Configuration Manager oder mal SCCM bauen und dann aber auch in Intune verwenden. Und auch diese ganzen Settings kann ich vom Lokalen in die Cloud übertragen. Genau. Wenn wir uns das dann mal auch anschauen, wie werden dann diese Geräte so verwaltet? Wir sehen dann zum Beispiel, wir haben hier dann unsere PCs. Hier habe ich jetzt mal in einem Demo-Portal relativ wenige drin. Wir können hier über die Cloud auch feststellen, ob wir einen gewissen Compliance-Status erreicht haben. Schauen wir uns auch nochmal an. Und wir sehen hier schon Informationen, wie welche Windows-Version ist darauf installiert. Aber wir sehen es auch bei Mac OS X. Das heißt, wir können auch hier dieses Mac OS X verwalten. Wir sehen hier schon so ein in der Spalte Ownership auch noch so eine Kleinigkeit. Da steht
zweimal bei den Windows 10 Geräten Corporate. Das heißt, das sind Geräte, die gehören meiner Firma. Und dann haben wir hier einmal noch das Personal, wo wir sagen können, hey, das ist ein Bring-Your-Own-Device. Und dieses Bring-Your-Own-Device können wir nämlich auch damit verwalten. Und was heißt dann dieser Compliance-Status? Im Endeffekt, wir überprüfen aufgrund gewisser Kriterien, ob dieses Gerät dafür geeignet ist, auf unsere Umgebung zuzugreifen. Also Ähnlichkeiten mit Mobile Iron oder VMware Workspace ONE oder so sind natürlich rein zufällig. Ja, das sind, wie war das, frei erfunden und jegliche Ähnlichkeit zu lebenden Personen ist frei, rein zufällig. Nein, das ist ja sicherlich auch der Trend, den wir auch bei einem Workspace ONE oder bei einem Mobile Iron sehen. Hier heißt es Endpoint Manager. Das Ganze läuft unter Unified Endpoint Management. Und das haben sich ja inzwischen alle so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Genau. Also von daher, ja, natürlich gibt es da Ähnlichkeiten. Die Produkte ergänzen sich beziehungsweise haben den gleichen Funktionsumfang an vielen Stellen. Da haben wir eben genau zum Beispiel so mal so eine Kompatibilitätsrichtlinie. Wir sagen zum Beispiel hier, wir können sagen, okay, wenn das Gerät BitLocker verschlüsselt ist, dann ist es für uns compliant. Ja. Wenn der sichere Start aktiviert ist, dann ist es compliant. Wenn die Code-Integrität gegeben ist, was ist die minimale Betriebssystemversion? Welche Updates müssen mindestens installiert sein? Was ist die maximale Version des Betriebssystems? Also wenn wir zum Beispiel auch sagen, wir haben Kompatibilitätsprobleme mit dem neuesten Oktober-Update zum Beispiel, können wir sagen, hey, also mit dem neuesten Oktober-Update kommt ihr jetzt noch nicht in unsere Umgebung an dieser Stelle rein. Weil es mit Anwendungen Probleme gibt. Genau, also von daher haben wir da auch. Aber auch das Ganze für mobile Geräte, maximal und minimal. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf iOS oder Android jetzt hier an der Stelle gucken, könnten wir zum Beispiel sagen, so ein uraltes Android 4 oder so darf jetzt nicht mehr rein. 10 muss es mindestens sein, wenn sich schon einer 11 irgendwie installiert hat, dann kommt er auch nicht rein. Genau, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten hier, das zu testen und einzustellen. Schauen wir uns dann nachher auch nochmal live an. Aber hier schon mal so ein kleiner Ausblick, was da alles möglich ist, um zum Beispiel auch eine Compliance der Geräte sicherzustellen. Mhm. Genau, wir haben das Co-Management. Das ist genau das, was wir vorhin so gesagt haben. Wir haben unseren Configuration Manager on-prem und wir haben unseren Endpoint Manager in der Cloud. Und ich kann einfach mit beiden diese Geräte jetzt verwalten. Das heißt, Firmen, die jetzt viel Zeit und Geld wahrscheinlich in ihre SCCM-Ausbau gewandelt haben, sind jetzt nicht gezwungen, alles wegzuschmeißen und neu zu bauen, sondern wir können das mit den beiden bestehenden Systemen weiterhin nutzen. Es ist eine Hybrid-Umgebung. Genau, es ist eine Hybrid-Umgebung. Genau. Und wir können es aber natürlich auch getrennt an der Stelle sehen, dass wir zum Beispiel hingehen und sagen, manche Tasks machen wir nur in der Cloud und manche machen wir nur on-premise weiterhin. Mhm. Das bleibt uns weiterhin unbenommen. Okay. Genau. Wenn wir uns dann mal dieses Modern Desktop Management mit dem Endpoint Manager angucken, dann sehen wir hier schon an der Stelle mal so ein Schaubild, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja. Wir haben hier oben unser Intune Endpoint Manager und wir haben hier unten unseren Configuration Manager. Und wir haben hier das Gerät, das eben in AD gejoint ist, im Azure AD registriert ist, das so, dass es bekannt ist und in Intune enrolled ist. Grundsätzlich werden mobile Endgeräte ausschließlich in der Cloud enrolled. Dafür gibt es keine lokale Komponente. Das war aber bei Intune auch schon immer so. Das ist so ähnlich wie, also ich kenne das von anderen Herstellern, bei Apple heißt es DEP. Device Enrollment Program. Ja. Das heißt, ich liefere aus. Genau, und starte also das Ding und es betankt sich selbst und konfiguriert sich selbst. Ja, also es ist sogar tatsächlich so, dass Intune da auf den Device Enrollment Program setzt. Das greift damit zu, das kann man dort mit einbinden. Für Apple. Für Apple natürlich, ja. Natürlich. Für Android gibt es dann Android Enterprise und so weiter. Ja, genau. Da gibt es andere Varianten. Genau. Aber wir sehen schon hier, dass, ich hoffe, man sieht es in der Folie, dass wir hier eine ganz starke Durchlässigkeit zwischen diesen beiden Produkten haben. Das heißt, wir haben oben genauso wie unten die Möglichkeit, zum Beispiel Client-Apps zu verteilen.
Wir haben Office Click to Run zum Beispiel, das ich direkt darüber verteilen kann. Wir haben im Endeffekt das, was wir hier sehen, diese ganzen Policies, die wir sowohl on-prem definieren können, haben wir auch in der Cloud zur Verfügung. Das heißt, wir haben aber natürlich einen ganz großen Vorteil. Diese Policies, die ich oben quasi in der Cloud definiere, die habe ich überall zur Verfügung. Das heißt, auch wenn das Gerät mal nicht per VPN verbunden ist, mal nicht im Firmennetzwerk ist, Corona-Problematik, wie auch immer, ja, haben wir trotzdem die Möglichkeit, diese Geräte vollständig zu verwalten. Das ist der große Vorteil, den wir über dieses Management haben. Genau, und wenn wir nochmal kurz zurückgehen, Entschuldigung, dann haben wir hier unten natürlich auch noch einen Punkt, diese Legacy-Clients, Windows 7, Windows 8. Nicht tot zu kriegen. Nicht tot zu kriegen, in vielen Unternehmen noch im Einsatz, auch weil es Applikationen gibt, die noch nicht sauber unter Windows 10 und was auch immer. Die könnten wir dann weiterhin halt ausschließlich über den Configuration Manager an dieser Stelle verwalten. Jetzt haben wir gerade schon mal so ein bisschen über diese ganzen Policies gesprochen. Jetzt springen wir nochmal zur Folie, zur nächsten, von der GPO hin zur Cloud. Jetzt haben wir viel Zeit investiert, unsere GPOs lokal zu bauen. Da gibt es in vielen Unternehmen wahnsinnige Konstrukte für GPOs. Da ist viel Zeit reingeflossen. Wir haben aber jetzt hier sogar die Möglichkeit, diese bestehenden GPOs in Intune zu importieren und uns dann direkt bewerten zu lassen, was kann ich denn eigentlich schon direkt über Intune absetzen und was muss ich denn tatsächlich noch über die gute alte GPO machen. Und ganz kurz nochmal den Begriff erklären. GPO heißt Global Policy Object, glaube ich. Ja, Group Policy Object. Oder Group Policy Object. Genau. Heißt also einfach, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist eine Richtlinie, die definiert ist. Genau, also im Endeffekt können wir damit zum Beispiel, der Klassiker ist zum Beispiel ein Laufwerksmapping machen. Wenn sich der User anmeldet, werden alle Group Policies quasi gezogen. Und da wird dann sichergestellt, dass alle Laufwerke verbunden sind, alle Drucker vorhanden sind, welche Einstellungen in Office verfügbar sind und. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man darüber verwalten kann. Fast jedes Microsoft-Produkt und sogar manche Produkte außerhalb des Microsoft-Kosmos lassen sich darüber verwalten. Also es gibt zum Beispiel auch einen GPO-Set für Google Chrome und so Geschichten. Aber wir können jetzt eben hier schauen und sagen, hey, wir haben doch diese ganzen Group Policies gebaut. Hey, lass die uns mal schnell in Intune importieren und gucken, was wir damit ablösen können. Dann können wir nämlich wirklich diese Richtlinien, die wir gebaut haben, dann in der Cloud bereitstellen. Und dann ist genau dieser Vorteil, alle Geräte haben das, die mir quasi bekannt sind und hier quasi in Intune enrolled, dass wir, oder Intune Manager, dass wir dann diese Verwaltung auch nach draußen bringen, weil das ist ein Nachteil der GPOs. Die funktionieren halt dann, wenn ich mich sauber an meinem AD-Controller anmelde. Und wenn ich halt offline bin oder, ja gut, offline würde natürlich hier auch nichts, aber wenn ich zumindest außerhalb eines Netzwerks bin, wo ich den Domain-Controller erreichen kann und eine Internetverbindung habe, dann würden diese Richtlinien ziehen. Gut. Im Sinne des Unternehmens gut. Genau. Desktop Analytics. Wir können im Endeffekt diese ganzen Desktops, die wir dann in der Verwaltung haben, auch analysieren und auswerten. Also das heißt, wir können sehen, ob Security-Updates drauf sind. Wir können sehen, welche Software darauf installiert ist. Wir können die Geräte alle sehen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier natürlich auch eine ganz starke Verknüpfung hin zu der O365-Welt. Ja, es ist auch, also Endpoint Manager ist auch Teil der M365E3-Lizenzierung. Also da ist es schon mit dabei und da wird natürlich ganz stark die Brücke geschlagen, weil wir können natürlich darüber auch definieren, welchen Update-Kanal bekommen die Leute innerhalb der Office-Pakete, also wie oft kriegen sie Updates und so weiter und so fort. Die Frage wäre früher oder später sowieso gekommen, was kostet das Ganze?
Man könnte jetzt ganz flapsig antworten, sind EDA-Kosten für die Leute, die irgendwo Microsoft E3 oder E5 Lizenzen haben. M365 E3, E5 ist es natürlich vollwertig mit dabei, gar keine Frage. Ja. Die Leute, die, es ist im Übrigen auch in der größten Business, Microsoft 365 Business Variante ist es auch mit dabei. Und die, die wirklich noch auf eine klassische O365 Lizenzierung bauen, die können das Ganze über die Enterprise Mobility and Security Suite mit dazu bilden, kurz EMS. Und die gibt es bei uns bei der Bechtle Cloud. Meines Wissens nach ist es 5,55 Euro, aber pro User pro Monat. Aber das müssten wir nochmal verifizieren, weil manchmal beendet sich der letzte Centbetrag dann doch. Und es könnte sein, dass es jetzt 5,52 Euro sind oder das so. Das weiß der Markus sicher. Das weiß der Markus ganz bestimmt, der wird uns das dann bestimmt beantworten. Ja. Genau, hier habe ich mal so ein Beispiel, wie man dann zum Beispiel schon mal sieht, wie so ein Desktop dann auch aussieht, wo man dann auch schon mal sehen, wann wurde er registriert, wann hat er sich denn das letzte Mal angemeldet, hat er ein MDM oder nicht, ist der konform, ist der aktiviert, also ist das Windows aktiviert. Das ist ja dankenswerterweise inzwischen nicht mehr so das Problem. Wenn man ein Notebook kauft, ist in der Regel schon der Windows 10 Pro Key mit dabei und der ist ja im UEFI hinterlegt, sodass selbst wenn ich neu installiere, das direkt da gezogen wird. Das ist ziemlich angenehm. Diese Key-Orgien, wie man sie früher gebraucht hat, gibt es zum Glück nicht mehr. Steht da was Böses unter oder lese ich falsch? Was? Ist das mit Verschlüsselung? Nein, es ist, für dieses Gerät wurde keine BitLocker-Schlüssel gefunden. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass es eine VM von mir gewesen, die ich da mal schnell registriert habe. Und die VM unterstützt keine Verschlüsselung mit BitLocker. Es ist nur der Demo geschuldet. Aber normalerweise, schon richtig, würde man hier diesen BitLocker-Schlüssel sehen, der verwendet wird, um das Laufwerk zu verschlüsseln. Das heißt, ich habe es nicht nur im AD, beziehungsweise vielleicht habe ich den Rechner auch gar nicht im AD, ja, aber ich sehe dann trotzdem eine BitLocker-Verschlüsselung und sollte ich mal neu installieren müssen oder sonst irgendwas im Worst Case, habe ich hier dann auch den kompletten Zugriff auf meine BitLocker-Schlüssel und auch für verschiedene Laufwerke. Also wenn ich da zum Beispiel mein USB-Laufwerk mit BitLocker verschlüssel auf dem Rechner, dann wird er auch dort hinterlegt und angezeigt. Mhm. Also ist aber auch so ein Instrument zu gucken, ob das alles regelgerecht ist oder nicht. Ne? Definitiv. Also das ist neben den Compliance, die ja quasi ein komplettes Ruleset abfragen, hier nochmal die Möglichkeit, auch detaillierter in die Geräte reinzuschauen. Genau. Und hier haben wir dann auch zum Beispiel die Möglichkeit zu sehen, was ist denn alles auf diesem Gerät installiert. Also wir sehen hier die komplette Auflistung aller von Windows erkannten Applikationen, die installiert sind. Da sieht man auch, da ist viel mehr drin, als man in der Systemsteuerung Programme sieht. Also da ist wirklich alles drin, auch alle Windows-Komponenten, die man so kennt. Und das Ganze kann man natürlich dann auch wunderbar auswerten, welches Gerät hat was installiert und gegebenenfalls auch gegenwirken und es dann deinstallieren lassen. Eine gute Übersicht. Ja. Ja, Windows Autopilot. Ganz spannendes Thema. Jetzt haben wir die Situation, wir haben Leute in Corona-Zeiten zu Hause sitzen. Jetzt geht bei jemandem zu Hause dummerweise das Notebook kaputt. Soll ja mal vorkommen. Wäre blöd, aber man kann es an der Stelle ja nicht ausschließen. Also bei Microsoft Surface kann man das nur bei anderen halt nicht. Ja, ja, genau. So ein Surface geht nie kaputt, aber naja, lassen wir es mal so dahingestellt. Wir haben für jedes Gerät gibt es eine eindeutige Hardware-ID. Die errechnet sich aus Seriennummer, Hardware-Komponenten und so weiter und so fort. Und wenn ich diese Hardware-ID in mein Autopilot-Portal importiere, das heißt, ich habe dort so ein Portal, dort kann ich das importieren, ich kann das selber generieren, diese Hardware-ID auf einem Gerät oder ich kann hingehen beim Installationsprozess, ihn einfach so direkt hinzufügen lassen über einen Befehl oder
Ich bekomme es im Bestfall vielleicht sogar vom Hardwarehersteller schon direkt geliefert. Mhm. Also das sind inzwischen einige Hardwarehersteller, die das schon unterstützen. Das ist eine Dell, das ist eine HP, das ist Lenovo, das ist Microsoft, das ist Acer. Ganzen wichtigen. Also eigentlich das, was man normalerweise so im Business-Umfeld einsetzt, die haben alle diese Autopilot-Unterstützung. Dort kaufe ich das Gerät oder auch mehrere, bekomme die fertige Importierliste, importiere die mir rein. So, jetzt ist erstmal bekannt, okay, das ist ein Gerät, das gehört meiner Firma und das ist ein Autopilot-Gerät. Jetzt haben wir dieses Gerät, das ist noch in der Verpackung. Wir schicken das direkt zu dem Endbenutzer nach Hause, weil dem ist ja sein Notebook kaputt gegangen. Normalerweise ist ja ganz oft so, dass wir diesen Prozess haben, dass dann die IT kommt und einrichtet und schauen wir mal weiter, bis alles läuft und bis der AD-Join gemacht ist und so weiter. Manchmal gibt es das auch mit SCCM, dass es dann automatisiert durchläuft, aber wir sitzen ja im Homeoffice. Also das ist so ein bisschen blöd für uns jetzt im Homeoffice das Ganze, den ITler zu mir nach Hause kommen zu lassen. Ja, was passiert nun? Dieser Rechner fährt das erste Mal hoch, hat eine Internetverbindung und dann wird gefragt, hey, du bist doch ein Gerät der Firma Bechtle jetzt zum Beispiel. Gib bitte mal deine Bechtle-Credentials ein, also deine normalen Windows-AD-Credentials. Name, Passwort. Name, Passwort, je nachdem, wie es konfiguriert ist, vielleicht noch einen zweiten Faktor. Mhm. Funktioniert im Übrigen auch inzwischen mit Captive Portals. Also wenn ich zum Beispiel im Starbucks sitze und dann kennt man das ja, dann kommt nochmal so ein Disclaimer, dass ich akzeptieren muss, wird inzwischen auch unterstützt. Also wir können jetzt auch im Starbucks deployen. Extrem wichtig. Ja, auf jeden Fall. In Corona-Zeiten. Ja, oh ja. Wenn ich kurz to go meinen Kaffee höre, ja, genau, kann ich noch schnell meinen Laptop deployen? Nein. Und dann beginnt im Endeffekt diese ganze Installationsprozedur, wie ich sie früher vom SCCM kenne, über die Cloud. Das heißt, wir machen unseren AD-Join. Wir enforcen unsere Richtlinien, unsere Policies. Wir sorgen dafür, dass das Gerät BitLocker verschlüsselt ist. Wir installieren alle Applikationen, die wir brauchen. Je nach Internetverbindung dauert es so ein paar Minütchen, bis das durchgelaufen ist. Aber dann ist dieses Gerät fix und fertig und der Endanwender kann damit arbeiten. Das hört sich ja nach Paradies für den Administrator an, oder? Ja, also ich glaube, es ist schon Administrators Liebling. Also wenn es sauber konfiguriert ist, ist das wirklich ein enormer Mehrwert für einen Administrator. Ja, und für den User natürlich auch. Ne? Der hat hier sein neues Gerät, zieht es aus dem Karton, schaltet es ein und dann ein paar Minuten später kann genau, also die Idee, die hinten dran steht, ist so ein Zero-Touch-Deployment für die IT. Ja, also tolle Sache. Genau. Und last but not least, bevor wir uns das Ganze dann auch ein bisschen genauer anschauen, haben wir hier natürlich unser Azure Active Directory als zentrale Verwaltung der Cloud-Identitäten, das hier natürlich auch ganz wichtig im Hintergrund arbeitet, weil wir haben es vorhin auf der Folie schon gesehen. Es ist AD-Joint und im AD Azure AD registriert, sodass es da auch bekannt ist, dass es nicht nur in der lokalen AD ist, sondern in der Azure AD, weil wir arbeiten natürlich in der Cloud und da gibt es natürlich gewisse Abhängigkeiten hin zu dem Azure AD, weil wir authentifizieren uns über die Cloud auch gegen das Azure AD und sonstige Themen. Man kann, glaube ich, sagen, das wird immer mehr so zum Herzstück der modernen Microsoft-Welt. Definitiv. Also das Azure AD wird immer wichtiger. Und wir haben ja sogar schon die ersten Kunden, die komplett auf ihr lokales AD verzichten, beziehungsweise teilweise auch auf AD as a Service aus der Cloud setzen. Das ist dann Azure Directory Services. Mhm. Dort bekomme ich quasi ein AD, aber als Service. Da habe ich keinen Domain-Controller mehr. Ich habe die gleiche Konsole zum Verwalten, alles. Das ist automatisch mit dem Azure AD synchronisiert. Und ich kann das Ganze dann über die Domain-Services quasi genauso verwalten, als hätte ich einen Domain-Controller. Aber ich habe einen hochverfügbaren Domain-Controller. Ich habe kein Windows-Update, das ich mir drauf fahren muss, nichts mehr. Also das ist natürlich auch eine interessante Sache. Oder wie gesagt, so weit zu gehen, dass man sagt, wir brauchen eigentlich gar kein lokales AD mehr. Sagen wir es mal so, der,
typisch deutscher Ansatz wäre, irgendwo noch eine Sicherheit einzubauen und das irgendwo noch mal hinzustellen. Es bleibt uns unbenommen. Eben, also das kann ja trotzdem also sein. Ja, wir wenn haben der Bagger ja diese, durch die Leitung fährt oder sonst irgendwas. Ja. Genau, wir haben ja die, wenn der Bagger durch die Leitung fährt, haben wir jetzt aber im Gegensatz zu hier den Vorteil, der User geht heim, hat eine Internetverbindung, kann arbeiten. Anders wie früher, ja, er kommt halt nur auf 3/4 der Geschichten, weil er seine VPN-Verbindung braucht. Die ist nicht da, wenn der Bagger durchläuft. Ja. Der ist gerade auch bei uns auf dem Hof. Wir hoffen, dass der Livestream durchhält, ja. Dass der Bagger nicht zufällig durch die... Das ist kein Witz, ne? Also die Löcher sind ziemlich groß gerade im Moment. Ja, ja, genau. Also wir haben gerade den Hof aufgerissen. Wir hoffen, dass das alles stabil durchläuft. Genau. Und dann haben wir das Endpoint Manager Admin Center. Das ist eben das, was wir uns jetzt gleich anschauen werden. Das ist die cloud-basierte Verwaltung aller Policies, Reporting und so weiter und so fort. Frontend. Genau. Wir haben hier noch ganz kurz das Thema auch schon angedeutet, das Thema Endpoint Protection. Wir haben hier dann auch zum Beispiel die Möglichkeit, unsere ganzen Firewall-Geschichten und so weiter auch direkt alles über die Cloud zu rechnen. Wir haben natürlich hier dann andere Anforderungen. Der User befindet sich im Public Internet. Ja. Wir müssen dann auch gucken, dass wir diese Geräte, die wir zwar in der Verwaltung haben, aber die irgendwo im Internet frei unterwegs sind, auch in gewisser Weise einfangen. Das heißt, wir können hier auch die ganzen Endpoint Protection Sachen uns angucken. Schauen wir uns aber später bei dem ganzen Thema nochmal genauer an. Jetzt haben wir hier nochmal so eine Übersicht, wie das Ganze aufgebaut ist aus den Komponenten. Wir haben hier unseren Endpoint Manager. Da ist einmal das Configuration Manager Konsole mit dabei, mit dem Configuration Manager und ganz klassisch unsere On-Premise Domain Join PCs, Windows, Mac OS X und Linux. Das ist eine Einschränkung, die wir jetzt noch in der Cloud haben. Linux ist soweit noch nicht unterstützt. Aber trotz allem muss man ganz klar sagen, Microsoft öffnet sich an der Stelle sehr stark. Also früher war ja die Ausrichtung, Microsoft ist Windows. Und heute ist es so, dass doch die anderen Plattformen auch relativ gut unterstützt werden. Ja, definitiv. Also gerade Mac OS X ist in der Endpoint-Manager-Geschichte ein wichtiger Punkt. Und jetzt ist es eigentlich sogar für einen Administrator das erste Mal richtig möglich, ein Mac sauber zu verwalten, zu überwachen. Was er vorher eigentlich nie wirklich konnte. Weil so Group Policies und so Geschichten mit Mac OS X war meistens... Eine Geburt. Ja, wenn es denn überhaupt funktioniert hat, ohne Third Party und mit Kosten verbunden und. Dann haben wir unsere Windows 10 Geräte, die sowohl den Configuration Manager kennen, als auch Intune, also den Endpoint Manager, genau. Und dort haben wir unsere Intune-Konsole. Und dann haben wir natürlich noch den dritten Part. Das sind wirklich unsere Cloud-Native, ja, also die Generation-Wider Geräte, das ist mal so, die nur in der Cloud verwaltet werden, mit Windows und mobilen Geräten. Und man sieht es hier auch mit Mac OS X, das ich hier komplett verwalten kann. Warum sie es jetzt nicht runtergeschrieben haben, weiß ich nicht. Aber sei es drum. Okay, man kann es ja erkennen. Genau. Also, jetzt haben wir uns das Ganze mal angeschaut in der reinen Theorie. Und wir gehen jetzt einfach mal kurz in eine Live-Demo. Wir haben hier unsere Endpoint-Manager-Konsole. Wir sehen es hier oben schon. Aus intune.microsoft.com wurde auch endpoint.microsoft.com, wo wir jetzt in unserem Admin-Center sind. Hier haben wir eben an der einen Stelle dieses Thema Geräteübersicht, wo wir eben genau sehen können, welches Gerät hat sich wann registriert, gab es Probleme bei der Registrierung. Wir können hier unter Windows dann eben gucken, was wurde hier quasi an Windows-Geräten hinzugefügt. Hier sind es noch keine drin. Wir haben hier genau diese automatische Registrierung, also das ist automatisch. Wir können unser Windows Hello definieren. Wir können nochmal die CNAME verwalten, also die DNS-Einträge für unsere Domain.
Wir haben die Bereitstellungsprofile für einen Autopilot, also mit welchen Profilen wir arbeiten. Wir haben hier die Geräte und wir haben hier eben die Geräte, wo ich hier an der Stelle eben meine CSV-Dateien importieren kann, wenn ich sie nicht schon beim Installationsprozess hinzugefügt habe. Wir gehen nochmal kurz hier auf Windows. Und hier sehen wir auch gleich, hier ist unser Intune-Connector für Active Directory, wo ich hier auch konfiguriere, wie Intune sich mit meinem AD, mit meinem lokalen AD verbindet. Hier haben wir dann auch ganz klar diese Konformitätsrichtlinien, über die ich vorhin gesprochen habe, wo ich eben definiere, wann ist ein Gerät konform, wann darf es gejoint werden. Wir haben die Konfigurationsprofile, also ich kann hier auch Konfigurationen, das ist genau der Ersatz für die GPOs, die wir uns an der Stelle angeschaut haben, können wir hier einpflegen. Und was auch ganz interessant ist, wir haben die Möglichkeit, noch PowerShell-Skripte zu deployen. Ach, meine Lieblinge, PowerShell-Skripte. PowerShell-Skripte sind großartig. Und wir können damit quasi auch einzelnen Benutzern und einzelnen Gruppen noch PowerShell-Skripte zuweisen, die dann eben ausgeführt werden und Konfigurationsänderungen oder sonstige Themen durchführen. Also was mir gefällt ist, ich meine, das ist doch ein Haufen Holz, was da dahinter steht. Mhm. Ne? Aber es ist trotzdem ein relativ aufgeräumter Bildschirm. Ist relativ aufgeräumt. Wenn wir jetzt mal hier einfach mal hier draufklicken, wähle ich jetzt mal hier so Windows 8 aus, dann sehen wir allerdings schon, dann wird es schon ein bisschen mehr. Weil wir haben administrative Benutzer, Domänenbeitritt, E-Mail, Editionsupgrade, Endpoint Protection, freigegebenes von mehreren Benutzern verwendetes Gerät, Geräteeinschränkungen, Identity Protection, Zertifikate, Kioskrechner, Defender ATP, Netzwerk Border, PKS-Zertifikat, SCEP, Gerätefirmware, Übermittlung, VPN, also ich kann auch meine VPN-Konfiguration direkt darüber pushen, WLAN-Profile kann ich direkt darüber pushen und. Also dann wird es schon ein bisschen ja, mehr, aber es ist natürlich ein unglaublicher Funktionsumfang. Also von daher. Riesen Wust und dafür sieht der Bildschirm noch okay aus. Ja, ja. Kann man nicht sagen, ja. Genau, also definitiv. Was wir hier eben an dieser Stelle auch haben, ist, wir haben hier unsere Windows 10 Update-Verwaltung, sowohl mit den klassischen Windows-Updates als auch mit unseren Major-Updates, die zweimal im Jahr kommen, immer Frühjahr und Herbst. Und dann hier gibt es nochmal eine dedizierte für nur die Feature-Updates, also die Majors. Das ist allerdings noch im Preview, wo ich quasi hier zum Beispiel hingehen könnte und sagen könnte, okay, hier gibt es quasi die normalen Windows-Updates und hier gibt es dann die Windows-Feature-Updates. Das ist noch im Preview, ist noch nicht ganz fertig, aber wir sehen schon, der Vesus wird auch eigentlich nur noch für Server wirklich interessant sein. Aber auch hier gibt es schon eine Ankündigung, dass bis wahrscheinlich Q2 nächsten Jahres auch die Server in Intune aufgehen werden. Als interessierter Laie bitte ich um Aufklärung. Was ist Vesus? Ach, Windows Server Update Service. Okay. Danke. Alles gut. Also die zentrale Update-Verwaltung innerhalb eines Unternehmens in der Regel. Der speichert quasi die Updates zwischen und gibt sie dann frei, wenn der Admin sagt, sie dürfen freigeben. Alles gut. Alles gut. Ich erkläre es ja gerne. Dann haben wir an dieser Stelle unsere Möglichkeit, Apps zu verteilen, weil wir haben da noch gar nicht so groß drüber gesprochen. Intune Endpoint Manager ist ja auch eine vollwertige Softwareverteilung. Verteilung, ja. Das heißt, wir können hier an der Stelle mal ganz schnell so ein Windows-Paket einfach mal zeigen, wie kann ich zum Beispiel jetzt mal schnell O365 an dieser Stelle verteilen. Wir klicken hier einfach auf Hinzufügen, wählen hier einen Typ aus, sagen, also eine Microsoft 365 App aus dem eine Store App, eine 365 App, das wollen wir jetzt genau machen. Das ist ja nicht mehr Office 365 und es ist auch nicht mehr lokales Office, sondern es ist jetzt die Microsoft 365 Apps. Mhm. Wir wählen diese an dieser Stelle mal aus. Sagen, jawohl, das wollen wir tun. Dann ist hier schon dankenswerterweise von Microsoft hier eine gewisse
vorausgefüllte Maske für uns vorhanden. Wir sagen, wir möchten das Ganze mit dem Konfigurationsdesigner, das ist das, was wir gerade sehen, konfigurieren. Wir wählen die Office-Apps ab, die wir installieren wollen. Also OneDrive for Desktop oder Groove. Groove ist, glaube ich, seit 2007 nicht mehr aktuell, aber man kann es immer noch verteilen. Man kann hier dann eben OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, noch Skype for Business, Teams, Word, was auch immer man alles möchte. Und ich sage jetzt zum Beispiel, Skype for Business möchte ich an der Stelle jetzt eigentlich auch nicht mehr. Mit dem Publisher kommen die Kollegen auch nicht zurecht. Und Access ist der Horror, wenn da jemand mit anfängt, irgendwelche Access-Datenbanken, also kriegt er auch nicht. Genau, wir könnten an dieser Stelle dann auch hingehen und sagen, es gibt noch Project oder Visio, wenn das jemand braucht. Aber hier der Hinweis, ist nicht in der Lizenz mit dabei, muss gesondert lizenziert werden, gibt es verschiedene Pläne dafür. Also ja, man kann es auch direkt mitverteilen, hat aber gewisse Auswirkungen. Wir wählen aus, welche Architektur wir wollen, die 32 oder die 64-Bit. Inzwischen ist man da eher bei der 64-Bit. Früher war das tatsächlich so, dass es da auch sogar noch eine Empfehlung Richtung Microsoft, seitens Microsoft gab, eher die 32-Bit zu nehmen, wegen ganz vieler Plugins und Add-ins und sonstige Themen. Okay. Inzwischen ist das aber eigentlich obsolet und man sagt, bitte installiere die 64-Bit. Dann stürzt Excel auch nicht immer ab, wenn es 4 Gigabyte Daten hat. Wir wählen aus, welchen Update-Kanal wir für das Office haben. Wir sagen also immer der aktuelle Kanal. Das heißt, die User haben immer die aktuellste Office-Version. Wir sagen den monatlichen, den halbjährlichen Kanal mit dem Preview. Also das heißt, da sind dann schon die Preview-Features mit drin. Oder ich sage einfach nur der halbjährige Enterprise-Kanal. Alle halb Jahr gibt es eine neue Office-Version. Und das auch ohne Previews und Schnickschnack, sondern einfach nur das, was wir dann auch sehen möchten. Wir wählen dann aus, ob wir andere Versionen deinstallieren möchten. Das heißt, wenn wir das jetzt enrollen und da hat noch einer ein Office 2010 drauf und einen 2013 oder ein 2016 oder ein 2019 oder was auch immer, das würde dann automatisiert deinstalliert werden und es wäre nur noch die Office 365. Manchmal gibt es ja noch diese Konstellation, dass man noch irgendwie eine alte Office-Version braucht. Dann würde man den Haken eher auf Nein setzen. Ich kann auch festlegen, wenn ich installiere, nimm dann immer die neueste Version oder nimm eine spezifische Version. Da sehen wir also die letzten Builds alle hier drin. Wir möchten jetzt aber natürlich immer die neuesten, weil wir sind ja die Early Adopter. Ja. Wir haben die Möglichkeit Aktivierung von gemeinsam genutzten Computern. Also wenn wir ein Beispiel, wir haben einen Abteilungslaptop. Und normalerweise würde dann ja immer quasi der aktiviert werden, der sich das erste Mal anmeldet. Und dann würden die anderen so ein bisschen in die Röhre gucken. Wir können aber hier sagen, gemeinsam genutzte Computer dürfen sich auch aktivieren. Wir können auch schon mal so weit gehen und sagen, die Software-Lizenzbedingungen von Microsoft, die akzeptieren wir per se schon mal für den User. Wir haben die uns durchgelesen und wir finden die super. Und ganz klar. Und deswegen muss der sich nicht damit rumschlagen, sondern wir akzeptieren es quasi in seinem Namen. Und dann den Hintergrunddienst für Microsoft Search in Bing installieren. Das heißt, wenn wir unseren Browser öffnen, in dem Fall einen Edge, dann führt es dazu, dass wir in den Ergebnissen eine Leiste haben und da steht Arbeit drin, glaube ich. Genau, da steht Deutsch, ne? Arbeit, genau. Und dort sehen wir dann quasi auch die ganzen Dokumente und Geschichten, die wir in Teams, SharePoint, OneDrive und so weiter haben. Das heißt, ich durchsuche gleichzeitig Bing und meine lokale Umgebung. Teams, SharePoint und was alles so gibt. Alles, wo im Endeffekt Daten, genau. Delphs, auch wo wir... Habe ich schon ein paar Mal benutzt, funktioniert super, muss ich sagen. Also ist wirklich eine echte Erleichterung, ja. Wir können hier auch dann noch weitere Sprachen hinzufügen, wenn wir weitere Sprachpakete wollen. Wir könnten auch hingehen und könnten, per se wird immer die OS-Sprache genommen. Ich könnte jetzt aber hier auch hingehen und könnte jetzt noch Arabisch hinzufügen, wenn ich das unbedingt bräuchte. Genau, ich klicke auf Weiter. Ich muss es dann
zuweisen. Also ich muss es einer Benutzer oder einer Gruppe zuweisen und sagen, die bekommen das. Wir haben dann eher auch die Auswahl required. Required heißt oder notwendig zu Deutsch bedeutet, es wird auf jeden Fall installiert. Der User kann da nichts tun. Ja? Dann können wir sagen, es ist verfügbar. Das heißt, wir haben ein Store for Business dann in unserer Cloud-Umgebung, wo wir dann sagen können, da kann sich der User sowas optional installieren oder auch nicht. Genau, und wir können es darüber auch deinstallieren. Also klassisch wie bei einer Softwareverteilung. Wir lassen es jetzt aber mal, können uns dann nochmal, wie man es auch aus Azure und sonstigen über Portalen von Microsoft inzwischen kennt, das Ganze nochmal angucken. Können sagen auf Erstellen. Und jetzt haben wir einfach unser Microsoft O365-Paket paketiert. Haben es jetzt natürlich noch niemandem zugewiesen, könnten das jetzt jemandem zuweisen. Und schon haben wir Office auf dem Gerät installiert. Das ist natürlich, jeder, der mal Office in einem klassischen Software-Deployment-Tool verteilt hat, bis er das paketiert hat, weiß, dass das länger geht als die 20 Klicks, die ich jetzt gerade gemacht habe. Definitiv, ja. Wir haben natürlich hier auch jederzeit die Möglichkeit, nur der Vollständigkeit halber auch mit MSI-Paketen oder Setup-Exen oder so weiter zu arbeiten. Nur müssen wir dann an der Stelle fairerweise dann in die Paketierung gehen. Das heißt, wir werden ein sogenanntes Paket erstellen. Das hat dann die Endung .intune-win. Und dort gebe ich dann noch ein paar Parameter mit bei der Konfiguration, aber darüber kann ich dann auch das alles verteilen. Aber wo wäre die Notwendigkeit, noch mit MSI-Paketen zu arbeiten? Wenn ich Applikationen innerhalb meiner Firma habe, die ich noch verteilen möchte. Also das wäre, also wir haben ja quasi, du musst dir überlegen, wir haben ja einen nackten Rechner, wenn der beim User ankommt. So ist es. Ja, also das heißt, der braucht ja schon noch ein paar Applikationen außer Office. Sei es ein 7-Zip als Packprogramm oder ein VLC Media Player oder branchenspezifische Software, ERP-Software, SAP GUI, wie auch immer das Ganze heißt. Das könnte ich hier drüber verteilen. Genau, und per se kann ich natürlich hier auch schon mal den Microsoft Edge verteilen, den neuen Browser, den Chromium-basierten Microsoft Edge. Damit haben wir quasi die volle Möglichkeit, das Ganze zu verwalten. Ja. Viel mehr möchte ich jetzt an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht erzählen. Reicht für den Anfang. Ich glaube, wir sind auch von der Agenda 9.47 Uhr soweit, dass wir eigentlich um 9.50 Uhr den Markus zuschalten würden. Ist der Markus auf dem Teams da? Ist ja ein Traum. Dann würde ich an der Stelle dich bitten, umzuschalten. Hä? Nein, Felix, der Markus ist noch nicht im Teams offensichtlich. Bitte ruf ihn mal an. Springen wir nochmal bitte zurück auf das Übliche. Genau. Wir warten noch ganz kurz auf den Markus Haringer. Mhm. Der müsste jetzt gleich auf dem anderen Rechner anrufen, beziehungsweise Felix, vielleicht rufst du ihn einfach mal kurz an. Für die, die jetzt sich wundern, warum ich einfach so Felix sag, Felix ist dankenswerterweise unser Regisseur und Produktionsleiter, Regisseur, Pausengirl, was haben wir noch? Genau. Du kannst, glaube ich, ein Video laufen lassen, oder? Wenn du eins weitergehst. Also wir werden uns jetzt zum Thema Bechtle Smart Workplace. Genau. Und genau. Dann ja, nichts machen. Dann ist wenigstens ein bisschen bewegte Bilder hier, solange genau. Markus nicht da ist. Kannst du uns heute hören? Ich kann dich hören. Wunderbar. Dann können wir jetzt, wir sehen dich zwar gerade nicht, aber wir vertrauen komplett drauf, dass du das wunderbar machst. Okay. Du wirst deine Folien selber sharen, wie vereinbart. Ja. Und dann sind wir gespannt auf
die nächsten 25 Minuten zum Thema Bechtle Smart Workplace. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ja, zumindest könnt ihr mich hören, wenn ihr mich nicht seht. Ich share gleich mein Bildschirm. Danke, danke Hardy, danke Dominik, dass ihr uns hier die Gelegenheit gibt, kurz aus unserem Business quasi die Erfahrungen mit Autopilot und Intune mitzuteilen, beziehungsweise Gerätemanager und Device Management, wie wir gerade gehört haben, die verschiedenen Begrifflichkeiten. Und würde die Zeit gerne nutzen, einmal den Smart Workplace vorzustellen. Kurz zur Agenda, ich würde gerade eben angesprochen, den Smart Workplace vorstellen, 2-3 Minuten, damit jeder auch versteht, was wir hier aus der Bechtle liefern. Dann kurz auf den Autopilot eingehen, ergänzend zu den Sachen, die du jetzt gerade gezeigt hast. Und Intune Endpoint Manager mal darstellen, auch aus Sicht des Anwenders. Wie sieht denn dann so ein Client aus? Was ist da alles installiert? Was kann man da sehen? Was kann man denn konfigurieren? Kurz zum Smart Workplace, wie gesagt, der Bechtle Smart Workplace ist als Produktinhalt unseres Modern Workplace bzw. Digital Workplace einzuordnen. Wir haben die ersten 5 Hauptpakete entwickelt, um unsere Kunden schnell und sicher in die Cloud zu bringen. Der Auslöser für diese Pakete waren Erfahrungen aus unseren vergangenen Projekten. Wir haben erkannt, dass Projekte nach einigen Workshops mit dem Kunden eine Konfiguration der Cloud-Dienste immer doch recht ähnlich waren und haben dann im Prinzip gesehen, die Anforderungen sollte man mal in verschiedene Pakete stecken, um den Kunden auch schneller zu sagen, wähl ein Paket und wir können das dann genauso konfigurieren. So, wir haben also standardisierte Pakete entwickelt, indem wir verschiedene Leistungsumfänge und Konfigurationen anbieten können. Vereinfacht dargestellt ziehen wir unser Konzept quasi aus der Schublade, konfigurieren die Cloud-Dienste größtenteils automatisiert und können damit in kurzer Zeit bestellte Services vollumfänglich und vor allem sicher betreiben. Da wir den Service für jedes Paket transparent darstellen können, weiß der Smart Workplace-Kunde auch ganz genau, wie wir was einstellen und welche Leistungen wir bringen. Ihr seht hier die 5 Pakete, das unsere Hauptpakete sind, wo wir die Implementation auch übernehmen können, aber vor allem auch dann den Betrieb, dass es nicht losgelöst ist. Auf der nächsten Folie zeige ich kurz, also wir haben mittlerweile aus den 5 Hauptpaketen 11 Pakete gemacht. 2 kommen auch noch zusätzlich dazu. In diesen 11 Paketen kann man konkreter sehen, welche Anforderungen der Kunde hat. Daraus sind die Pakete dann auch letztendlich in der Masse dann auch gestiegen. Die Hauptbestandteile der einzelnen Pakete sind hier im Einzelnen gezeigt. Von der Komplettverwaltung aller Services mit Basissicherheit oder mit erweiterter Sicherheit bis hin zu einzelnen Services wie nur Gerätemanagement, also über das, was wir jetzt gerade sprechen, können da gewählt werden. Und ganz wichtig, wir können die Pakete auch kombinieren. Das heißt, so können wir für einen normalen Anwender quasi ein kleines Paket wählen, ja, zu sagen, der braucht nur einen Bruchteil von Applikationen, aber auch ein Device Management, aber nur einmal, weil er ein Windows-Gerät hat. Und ein anderer hat vielleicht Multi-Device oder benötigt Multi-Device-Management. Er hat einen festen Arbeitsplatz, er hat 2 mobile, er hat ein iPhone oder vielleicht auch ein Android. Das ist dann das Multi-Device-Management für einen User. Aber wir können auch sagen, der normale User hat einen Anspruch auf die Standard-Security, wo gegenüber der Vorstand oder vielleicht die Sales-Mitarbeiter ein Paket brauchen mit erhöhter Sicherheit und auch mit einer Compliance. So kann man also kombinieren, für wen ist was notwendig und dementsprechend können wir aus der Bechtle Service Factory einen so Service bauen. Oder passend zum Thema ist eben nur das Device Management. Ja, wenn Kunden sagen, okay, ich bin eigentlich ziemlich ausgelastet mit dem normalen Betrieb, kann jetzt auch nicht die Masse investieren in Ausbildung meiner Administratoren. Auch da können wir sagen, betreib den Tenant weiter, so wie es aktuell ist und gib uns quasi bloß die Verantwortung für das Device Management. Dann können wir das auch übernehmen, sprich also alles, was wir jetzt gerade gehört haben, Autopilot und Software verteilen. Unsere Pakete sind hochstandardisiert und automatisiert. Wir können
damit auch unseren Service für klein- und mittelständische Unternehmen ab 15 Anwendern anbieten und damit aber trotzdem quasi für speziell für diese Kunden auch einen Enterprise-Service anbieten, den es sonst in so einem Umfeld klein- und mittelständische Unternehmen nicht unbedingt gibt. So, dann wollte ich eingehen, was Autopilot und Geräteregistrierung, da starten wir jetzt quasi. Wie sieht es bei uns aus im Smart Workplace? Zuerst möchte ich kurz aufzeigen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, Autopilot-Geräte zu registrieren. Der Dominik hat gerade einige Varianten angesprochen, hier aber nochmal aufgezeigt, die drei, wie das wirklich aussieht und wie es gehandelt werden kann. Die erste ist natürlich die beste Version, Dominik hat es angesprochen, der Gerätehersteller. Nimmt die Geräte bei der Bestellung, dem Tenant kann das zugeordnet werden und importiert quasi die Geräte direkt in den Tenant rein. Ja, das ist immer dann, wenn ich beim Hersteller bestellen kann, gibt es diese Funktionen bei den bekannten Herstellern, die das dann auch übernehmen können. Ist es dann tatsächlich nur die wenigsten Markus, bestellen aber direkt. Ja? Markus, ganz kurz, ist es dann wirklich so, dass der Hersteller mir das schon in meinen Autopilot reinpackt? Kann er, ja. Ja, genau, kann er. Hervorragend. Ist aber genau der Punkt, die wenigsten bestellen direkt beim Hersteller, nutzen den Service. Ja, er müsste also im Tenant auch als Partner registriert werden und kann es übernehmen. Manchmal kostenpflichtig. So, deswegen sage ich, die wenigsten können es tatsächlich so nutzen. Aktuell ist wahrscheinlich die Registrierungsvariante, die der Dominik eben gerade angesprochen hat, war die Hardware-Hash-Information. Also man sieht auch hier jetzt gerade in dem Teil, das ist so eine, zurück, das war zu schnell, eben die Variante, Moment, ich zeige schnell mit dem Laserpointer. Hier haben wir die Variante Autopilot über den Hardware-Hash. Das ist die, ja, so sieht das Ganze aus. Dazu ist es allerdings notwendig natürlich, dass ich das Gerät auspacke, so ein PowerShell-Skript loslaufen lasse und dann kommt am Ende diese Hardware-ID als CSV eben raus, die es mir dann ermöglicht, auch das Gerät zu importieren. Wie gesagt, in diesem Szenario auf jeden Fall, das Gerät muss ausgepackt werden. Bechtle ist beim Microsoft Cloud Solution Provider. Mit dieser Partnerschaft haben wir die Möglichkeit für unsere Kunden eine weitere Methode anzuwenden. Die sieht man hier und zwar über den Microsoft Product Key. Das hat den Charme, dass wir Geräte nach der Bestellung allein mit diesem Microsoft Product Key eben importieren können. Ja, es steht draußen auf dem Karton. Das heißt, wenn man bei uns bestellt, macht quasi der Lieferant auch den Import von den Geräten anhand dieses Produktkeys. Dazu kann es also dann sofort in Versand gehen, ohne dass das Gerät ausgepackt werden muss. Eine weitere Option, die wir als Bechtle noch haben, als CSP, ist die Möglichkeit, über einen sogenannten Tuple das Ganze zu importieren. Tuple bedeutet, es müssen die drei Informationen vorhanden sein. Erstens die Seriennummer, zweitens der Hersteller und drittens das Gerätemodell. Mit diesen Informationen kann dann auch eine CSV erstellt werden. Auch dann muss das Gerät nicht ausgepackt werden, sondern kann registriert werden und während des Versendens quasi schon im Tenant vorhanden sein. So, das sind die Varianten. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir den Autopilot registrieren mit den zugewiesenen Profilen? Alles ist vorhanden. Ein Augenblick, jetzt startet auch das Video. Sie sehen hier die Installation Autopilot im Zeitraffer. Im ersten Schritt verbindet sich der Client mit dem Netzwerk. Sollte der Client per Kabel angebunden sein, entfällt auch diese Eingabe. Das heißt, er hat Netzwerk, hat Internetzugang. Er ist im Internet verbunden, prüft er, ob er eine Beziehung zu einer Intune-Instanz herstellen kann. Ist im Intune konfiguriert, fragt als nächstes ab, welche User denn installiert werden soll. Im besten Fall ist auch hier der User schon dem Device zugeordnet, dann entfällt auch dieser Schritt. Danach werden alle notwendigen Konfigurationen in Installation vorgenommen. Je nach Größe, Anzahl ist das natürlich der zeitintensivste Schritt. Aber er muss dann auch nur noch sein Halo eingeben oder seine PIN, wie man es jetzt hier sieht, meldet er sich als erstes an. Führt seine MFA durch und dann fängt das Ganze an. Das heißt, in Summe
Je nachdem, wie viele Applikationen und wie groß die Applikationen sind, die installiert werden müssen, dauert es so zwischen 30 und 60 Minuten. Im ersten Schritt ist es aber so, dass man konfiguriert, dass erst alle Sicherheitsfunktionen installiert sind oder konfiguriert sind, also BitLocker aktiviert, Antivirus und so weiter, alles da ist, dann kann er auch relativ schnell und zügig den Schritt überbringen, dass jede Software installiert sein muss. Das überspringt er, dann ist zwar die, zum Beispiel ein Office-Paket noch nicht komplett lokal installiert, aber er kann zum Beispiel Teams schon online teilnehmen oder er hat sein Exchange online. Auch das über Outlook und ist eigentlich dann, wie man es jetzt im Zeitraffer sieht, er dürfte jetzt gleich zu Ende sein, nach 20 Minuten circa jetzt bei uns Smart Workplace tatsächlich ja, arbeitsfähig. So, jetzt müsst ihr gleich stoppen. Genau. So, er ist also jetzt innerhalb von 27 Minuten und 16 Sekunden, hat er jetzt sein Teams offen und kann tatsächlich arbeiten. So, im nächsten Schritt will ich jetzt aufzeigen, wie sieht denn das Ganze aus. Dazu beende ich kurz hier die Präsentation und switche auf meinen Bildschirm. So, vielleicht kurze Rückmeldung, könnt ihr ja, jetzt... Wir sehen das Bechtle Clouds Portal. Ganz genau, wunderbar, passt, sehr gut. Auch da, Dominik hat schon einiges gezeigt, will ich jetzt ein Stück tiefer einsteigen. Die Frage auch berechtigt vom Hardy, wann brauche ich das denn? Ja? Wir sehen hier mal unseren Demo-Tenant. Was haben wir hier für Software zum Beispiel im Angebot? 7-Zip war auch schon genannt, ja, das ist so eine klassische Software, wo der Kunde sagt, ja, normalerweise ja, habe ich ZIP implementiert in Windows, geht ja eigentlich auch, aber es gibt ein paar Anwender, die sagen, ja, ich komme damit aber nicht klar, mir fehlen ein paar Funktionen, ich komme mit 7-Zip klar, ich will das auch installiert haben. Es gibt solche natürlich auch ebenfalls, ja, Adobe Reader kennt jeder, ist eine optionale Software, die wir oft installieren und verteilen für unsere Kunden, obwohl im Edge das auch zu öffnen wäre. Aber so ist es. Es sind auch weiterhin, was man hier sieht, Schriftarten. Ja, wenn ein Unternehmen eine eigene Schriftart hat, auch die verteilen wir als Beispiel. Das sind so die Apps, die wir jetzt eben verteilen und was wir da machen. Genauso die verschiedenen Programme für iOS oder eben für Android-Geräte. Auch da haben wir in dem Fall zum Beispiel, das ist unser Standard, den wir immer mitverteilen, wenn iOS-Geräte da sind, iOS Store App, damit man eben auf die Produkte zugreifen kann. Ich habe versprochen, ich zeige das jetzt eben gerne, wie sieht es bei einem Anwender aus. So, jetzt müsste man so einen Client sehen. Also ja. Das ist jetzt so ein Beispiel-Client von einem Smart Workplace. Ich gehe mal erst auf die Startseite. Hier sieht man also während des ganzen Deployments alles in Autopilot und über Intune Device Management haben wir hier zum Beispiel auch das Startmenü angepasst. Ja, ist aufgeräumt. Man sieht hier die Office-Apps, die zur Verfügung sind hier oben immer angeheftet. Das heißt, immer da ist auch ganz gut für den Nutzer. Kann aber trotzdem, das ist freigestellt, dass wir sagen, er kann hier in seinem Startmenü natürlich alles andere wie gewohnt selber noch anheften. Also wir schränken ihn nicht ein, wir geben ihm eine Hilfestellung bezüglich den Standard-Apps und hier kann er trotzdem alles Weitere selber für sich einstellen. Was wir noch machen, ist, glaube ich, auch ganz wichtiger Punkt, wir deinstallieren Software, die absolut in einem Business nicht notwendig sind. Ja? Xbox-Spiele, die werden wir deinstallieren oder deinstallieren, dass er da auch gar nichts dann vorhanden hat wie Xbox, wie gesagt. Dann zeige ich noch ganz gerne Software, die wir eben sagen, okay, die braucht nicht jeder. Wie jetzt zum Beispiel ein 7-Zip, aber wir stellen es dem Endanwender zur Verfügung. Das heißt, wir deployen es nicht automatisch auf jeden Client, sondern stellen es über das Unternehmensportal oder über den Microsoft Store zur Verfügung. Es gibt hier verschiedene Kategorien. Ja, man sieht hier zum Beispiel eine App als Beispiel Gemma. Ja, ist auch bei unseren Kunden oft so, dass die Gemma lokal installiert haben wollen. Rollen wir dann nicht für alle aus, sondern sollte Anwender selber entscheiden,
packt er sich auf sein Laptop, auf sein mobiles Gerät oder reicht ihm die Webvariante, die eh zur Verfügung steht. Aber eben auch Adobe Acrobat Reader nochmal zum Nachinstallieren, vielleicht einige Schriftarten optional. Und so können wir also Dateien, Programme zur Verfügung stellen. Das ist jetzt einmal das Unternehmensportal. Ja. Das ist quasi mein Store for Business. Das ist quasi mein eigener Store, den du jetzt hier gerade gezeigt hast. Genau, also es gibt zwei Anwendungen. Das, was ich jetzt gerade präsentiere, ist das Unternehmensportal. Da habe ich auch meine Geräte drin, ja, die mir zugewiesen sind. Der Microsoft Store ist das hier. Genau. Kennt vielleicht jeder auch aus den privaten, Anwendungen. Und da ist zum Beispiel jetzt hinten angepflanzt quasi mein Unternehmen, in dem Fall die Smart Factory GmbH, so heißt unser Demo-Tenant, und auch hier steht dann quasi die Software, wenn ich sie denn angehakt habe zur Installation aus dem Store, steht sie dann genauso hier zur Verfügung. Also es gibt beide Varianten. Wir stellen auch beide zur Verfügung. Ist Geschmackssache, was man sich dann hier quasi auch für was man sich hier entscheidet. Ich sag mal so, bei einigen unserer Kunden ist natürlich der Store eigentlich komplett deaktiviert. Das können wir ja mit Windows Enterprise ausblenden, dass der Windows Store zur Verfügung ist. Und dann ist natürlich dieses Unternehmensportal dann das Mittel der Wahl, um trotzdem auch Apps bereitzustellen. Korrekt, ganz genau. Genau das ist der Fall. So, noch zum Client, was natürlich immer hilfreich ist, ist auch zu wissen, also wenn man einen Client auswählt und auch Autopilot in Zukunft nutzen will, muss man natürlich sehen, hat er einen großen Charme für uns Administratoren, jetzt bei Problemen zum Beispiel eines Gerätes. Ja, er hat ein Problem mit einer Applikation oder kommt gerade gar nicht ins Internet oder es gibt verschiedene Probleme. So ein Factory Reset, also alles wieder zurückzustellen, Autopilot nochmal zu betanken, ist da echt charmant für uns. Ja. Wir wissen ganz genau, da lief das Gerät. Das heißt, wir setzen es so zurück und es läuft wieder mit all seinen Programmen, die vorhanden sind. Das Problem, was meistens besteht, wir dürfen natürlich keine Dateien löschen. Und das muss man beachten. Und deswegen machen wir im Smart Workplace Folgendes, diese Known Folder, ja, bekannte Folder, die Windows mitbringt, sind Dokumente, Bilder und der Desktop. Dort sollten ja die Dateien gespeichert werden. Und wie man hier eben sieht, wir biegen die Ordner sofort um, schon bei der Installation, also über Autopilot und Konfigurationsprofile, dass die bekannten Folder schon auf OneDrive laufen. Ja. Sieht man hier, Status synchronisiert in der Wolke. Das heißt, es sind OneDrive-Daten. Das ermöglicht uns natürlich einfach zu sagen, ja, das Gerät machen wir jetzt platt, weil über den Autopilot schnelle Installation, alle Konfigurationen wieder rückgängig zu machen. Es ist vorhanden und seine Daten kommen über OneDrive gleich wieder rein. Also habe ich überhaupt kein Thema, so ein PC platt zu machen. So, also was ich noch zeigen will, was richtig gut und interessant ist, es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit für uns Administratoren, so Stadtverhalten einzelner Geräte zu beobachten, auszuwerten. Ja, das kann man darstellen. Interessant ist wirklich, wenn man mal schaut, was war vorher alles hier unten in den Symbolen drin, was waren denn alles für Programme, die ich hier im Autostart hatte. Durch das, dass wir komplett von unseren Microsoft Apps oder die Microsoft Schiene fahren, das heißt auch die Endpoint Security machen wir komplett mit Bordmitteln oder mit Microsoft Produkten. Der Endpoint Security ist in dem Gartner-Quadrat mittlerweile von Microsoft ganz rechts oben, ja, also führend im Gartner-Quadrant. Und man muss es im Zusammenhang sehen. Ja. Wir haben ja keine Third-Party-Software bezüglich Antivirus, die oft Abhängigkeiten haben, wenn ich ein Update machen will oder irgendwas nach dem Update nicht mehr funktioniert. Das schließen wir alles aus, weil wir komplett auf der Microsoft-Schiene fahren. Wir haben den kompletten Endpoint-Security mit Defender, Antivirus, BitLocker, stellen wir über Autopilot und den Konfigurationsprofilen ein. So ist es richtig sicher und wir haben überhaupt keine Angst, Updates einzuführen. Ja, Virenscanner datet sich alle Stunden ab bei Microsoft. Also haben wir hier einen richtig kompakten und guten Service, ohne dass wir sogar die Geräte belasten. Microsoft wirbt auch damit, dass
mobile Geräte dadurch, ja, dass keine Third-Party-Produkte eingesetzt sind oder hier nicht viel im Hintergrund läuft, die Batterielaufzeit eines mobilen Gerätes, jetzt gerade von Surface, richtig wächst. Ja, wir selber kennen das vielleicht, so ein Gerät am Anfang Batterielaufzeit richtig gut. Und im Laufe der Zeit, je nachdem, je mehr ich installiere, geht sie irgendwann in die Knie. Ja, das haben wir hier alles nicht. Den Vorteil, den wir eben noch hier haben, wir können auch unser Support-Team, also das Support-Team, das zum Beispiel auch lokale Installationen machen muss beim Kunden, können wir auch mit in ein Profil mit eingeben, eine bestimmte Gruppe, die sich dann wiederum übers Internet authentifizieren kann und auch Installationen vornehmen kann im Namen oder mit auf dem Client des Anwenders. Für alle Software, die wir jetzt hier drauf haben, braucht der Anwender keine erweiterten Rechte. Ja. Das kann er also wirklich im Benutzerkontext ausfüllen. Wir richten auch keine Administratoren mehr ein lokal, also zusätzlich, die sind definitiv nicht lokal. Die Gruppen werden mitgenommen, was Global Administrator bedeutet oder die Rolle Geräteadministratoren haben. Brauche ich aber kein festes Passwort, also wie gesagt, auch der ist nicht lokal, der ist in der Cloud. Was bedeutet, wenn er sich draufschaltet und irgendwas ausführt, muss er sich auch hier authentifizieren. Multifaktor-Authentifizierung, ganz klar, sobald er eine Admin-Rolle hat, ist es ein Must-Have. Und so kann er aber trotzdem, ich sage mal, was am Gerät einstellen, konfigurieren mit seinen erhöhten Berechtigungen. Gut. So viel dazu. Dann switche ich noch einmal auf den anderen Monitor. So, es waren jetzt gerade noch Fragen bezüglich Software, glaube ich. Habe ich jetzt mal hergerichtet über Bechtel Clouds die E3 oder E5 Lizenzen. Über Bechtel Clouds kriegt man ganz transparent die Kosten auch dargestellt. Wenn wir bei Bechtel hier einkaufen, was kostet mir E3, E5? Ja, wobei ich habe auch hier einmal O365, das war jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir bräuchten ja eigentlich die M365, damit wir auch die EMS haben. Und die Frage war, was die EMS genau kostet. Also für die, die jetzt wirklich noch mit O365 unterwegs sind und quasi diesen Mehrwert aus Intune Endpoint Manager generieren möchten, wo wir da preislich liegen. Und du kannst ja mal schnell bei Clouds einfach schnell die EMS suchen, da müsstest du sie eigentlich direkt finden. Ich finde auch, klar, natürlich. Oh, dann ist sie inzwischen bei 6,95. Entschuldigung, da lag ich einen Euro daneben. Kein Problem. Dankeschön. Sehr gerne. Genau, auch unserem Bechtel Smart Workpiece, wie gesagt, in den 11 Paketen stellen wir hier auch dar. Die findet man hier, die Erklärung dazu unter Details oder eben auch über unsere Landingpage, Bechtel Smart Workplace. Hier gibt es sehr interessant auch ein E-Book, das zusammen Bechtel mit Microsoft zusammen erstellt hat, also ein paar Darstellungen, ein paar Use Cases, wann braucht man denn den modernen Arbeitsplatz, modernen Desktop, sehr interessant. Und was wir anbieten für unsere Kunden ist einen sogenannten Digital Assistant. Den kann man gerne mal ausführen. Ist auch verlinkt dann später in der Präsentation, wo ich gleich zurückspringe. Hier kann man anhand von einem Funktionsbereich, man kann erst auswählen, welchen Funktionsbereich komme ich, um jetzt da verschiedene Fragen zu beantworten. Wenn ich hier auswähle, ich bin in der IT, habe zwischen 100 und 500 Anwender und habe aktuell keine Cloud-Services, dann kommen hier eben tatsächlich ein paar fachspezifisch, die deren ein ITler dann beantworten kann. Und je nachdem, was ich hier dann eben an und auskreuze, bekomme ich am Ende ein vorgeschlagenes Paket. Ja. Zusätzliche Informationen, das ist absolut anonym, das können Sie jederzeit durchführen, kann jeder durchführen, da wollen wir keine Informationen sammeln. Wenn Sie aber dann Informationen benötigen, dann Angebot anfordern oder können wir natürlich auch hier jetzt direkt über mich die Kontaktdaten stelle ich dann auch noch zur Verfügung. So, damit glaube ich, habe ich es jetzt auch in der Zeit geschafft.
hervorragend, genau. Markus. Ja, du hast deinen Timeslot genau eingehalten. Wir sind begeistert. Ist nicht immer der Fall bei extern zugeschalteten. Wir sagen an der Stelle mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und das sicherlich interessante Thema einfach nochmal ein bisschen aufbereitet hast. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch Fragen an den Markus zu beantworten. Also bitte nutzen Sie die Chat-Funktion im Teams und stellen Fragen, wenn noch Fragen bestehen. Der Markus wird nach der Pause nicht mehr dabei sein. Deswegen jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ich würde sagen, wir warten noch so 2-3 Minuten und schauen, ob da was reintrudelt. Und sollte sich da was ergeben, werden wir die Fragen sicherlich noch weiterleiten. Momentan sieht es nicht danach aus. Von daher unser Vorschlag, wir werden den Markus Haringer, Sie sehen jetzt hier auf den Folien im Stream, und wir werden am Schluss auch nochmal seine E-Mail-Adresse einblenden. Das heißt, auch jeder, der sich in der Aufzeichnung das nochmal anguckt, wird die Kontaktdaten bekommen. Markus, ist okay, wenn die Leute sich direkt bei dir melden, oder? Selbstverständlich. Und dann passt es, dass wir sagen, vielen Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei warst. Wir beenden dann quasi die Live-Schalte nach Neckarsulm. Danke, Markus. Gehen dann weiter mit der Pause. Ziemlich genau on time. Wir machen weiter um 10.40 Uhr. Genau. Und freuen uns, wenn Sie nach der Pause wieder dabei sind. Vielen Dank. Bis gleich. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
So, dann begrüßen wir Sie ganz herzlich an der Stelle zurück nach der Pause. Ich hoffe, Sie sind frisch eingedeckt mit Kaffee, keine persönlichen Bedürfnisse mehr vorhanden. Ich begrüße jetzt an meiner Seite den Dennis Drescher, Teamleiter Collaboration and Mobility. Dankeschön. Und du erzählst uns heute so ein bisschen was über das Thema mobile Endgeräte, die Verwaltung von mobilen Endgeräten im Sinne von iOS und Android, weil das ja auch Teil des Endpoint Managers inzwischen ist. Da gibt es auch echt Bewegung, weil früher definitiv, waren da die großen Player VMware und Mobile Iron und wie sie alle heißen. Und Intune hat da, glaube ich, ziemlich aufgeschlossen, wenn ich das so sagen darf. Da nimmst du nichts vorweg. Ja. Genau. Und dann übergebe ich dir sehr gerne den Drücker. Dankeschön. Und bin gespannt. Ja, genau. Die nächsten 20 Minuten wollen wir uns so ein bisschen die Verwaltung der mobilen Endgeräte anschauen. Und ich beginne da eigentlich immer ganz gerne einfach mal mit dem Blick zurück. Also einfach mal zu schauen, wo kommen wir eigentlich her? Das ist so die klassische BlackBerry-Welt. Anfang der 2000er ist jetzt ehrlicherweise auch schon mindestens 20 Jahre her. Ja. Und wo wollen wir eigentlich hin? Beziehungsweise ja, 2025 ein bisschen ist es noch hin. Wo bewegen wir uns aktuell? Und der größte Unterschied ist da eigentlich, wenn wir uns die Endgeräte anschauen, wir kommen aus einer stark IT-gesteuerten Welt. So ein BlackBerry, das war halt einfach für den Unternehmenseinsatz entwickelt worden, sowohl vom Geräteformfaktor her als auch von den Schnittstellen her, das ist natürlich mit dem iPhone, das da irgendwo 2007 kam, komplett anders geworden. Aber ich kenne immer noch Kollegen, die der Tastatur auf dem BlackBerry nachtrauern. Ja, genau. Also den Stift, den es früher bei dem Windows Mobile gab, ja, den haben wir beim iPad ja inzwischen wieder zurückbekommen, zumindest als Add-on, als Zubehör. Genau. Die Tastatur, weiß nicht, ob das jemals aus der Apple-Welt kommt, zumindest für die Smartphones. Bei den Tablets gibt es da inzwischen ja auch die Maus und Tastatur. Und das ist eigentlich auch genau einer der großen Unterschiede, wo man dann eben auch bei der Verwaltung mobiler Endgeräte darauf aufpassen müssen. Was ist denn nachher da der Unterschied zwischen so einem iPad mit dem Magic Keyboard von Apple, wie ich das verwalte, und so einem Surface Book oder so einem Surface Pro, was auch immer. Der Formfaktor ist halt identisch. Der Unterschied ist nachher das Betriebssystem und der Unterschied ist nachher auch so ein bisschen die Verwaltung. Und natürlich ist nun nicht nur auf dem Endgeräteseite das Ganze deutlich breiter aufgestellt. Ich habe jetzt da auf die Folie mal irgendwo noch die Datenbrille, das Rugged Device, das vielleicht irgendwo im Lager genutzt wird, mit aufgenommen. Auch die Managementmethoden unterscheiden sich eben oder haben sich weiterentwickelt. Klassischerweise spricht man immer noch vom Mobile Device Management. Man meint aber gar kein Mobile Device Management mehr. Es ist ein Unified Endpoint Management inzwischen. Haben wir jetzt ja heute das Schlagwort auch schon öfter gehört. Und genauso wie sich die Endgeräte unterscheiden, müssen wir eben auch gucken, wie sieht es eigentlich mit der passenden Strategie zum Endgerät aus. Lange Jahre war es da so, dass wir versucht haben, in der mobilen Welt, also in der iOS-Android-Welt, dem Desktop-Bereich nachzueifern. Das hat dann so ganz abstruse Ausmaße zu Beginn angenommen, den alphanumerischen 10-stelligen Passcode auf dem iPhone und zwar noch vor Touch-ID, Face-ID und allem, was wir da inzwischen an Luxus haben in der Usability. Das macht natürlich keinen Sinn. Das heißt, ich muss einfach schauen, dass ich am Ende die passende Strategie zu meinem Endgerät habe. Und dabei macht es vielleicht einfach auch mal Sinn, sich zu überlegen, was ist für mich eigentlich ein mobiles Endgerät? Klassischerweise mobiles Endgerät meinen wir oft ein Smartphone oder brechen das auf die Betriebssysteme iOS, Android herunter. Ich für mich habe da eigentlich die Definition gefunden, ein mobiles Endgerät ist ein Endgerät, das sich mehr im Internet befindet als in einem internen Netzwerk. Und gerade in Zeiten von Homeoffice, wo viele von zu Hause arbeiten, gilt es halt mehr denn je, dass ich auch meine Strategie entsprechend halt anpassen muss zum Netzwerk, in dem sich die Geräte befinden. Und deswegen haben sich die Smartphones, die Tablets da schon lange so als separater Weg herauskristallisiert. Und was ich jetzt in der Zwischenzeit sehe, und das spiegelt auch den Markt wider, dass es eben oft so ist, dass man jetzt inzwischen versucht, die klassischen Enterprise-Geräte, also so ein Surface Book, so ein Laptop vielleicht mal allgemeiner gesprochen, in Richtung der mobilen Endgeräte zu bringen, weil es eben auf Dauer schwierig ist, dem Nutzer zu vermitteln. So ein iPad, da klicke ich auf die Mail-App, meine Mails sind da und Laptop muss ich immer noch unkompliziert mit einem Token, Zwei-Faktor-Authentifizierung und allem, was dazugehört, mich anmelden. Die Zeiten sollten eigentlich vorbei sein, auch für Windows 10 gibt es bessere Möglichkeiten. Auch ganz losgelöst von Intune oder Endpoint Manager. Windows Hello oder wie die ganzen Sachen heißen. Zum Beispiel, genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich denn jetzt zur für mich passenden Strategie? Und da haben wir uns so ein kleines Framework überlegt. Das sind eigentlich 5 Bestandspunkte, die man sich da anschauen kann. Und wenn man sich diese 5 Punkte anschaut, sich derer annimmt, die sowohl technisch und organisatorisch betrachtet, dann hat man eigentlich am Ende sichergestellt, dass man zumindest mal nichts vergessen hat und dass man am Ende irgendwo eine Strategie für seine Endgeräte oder jetzt vielleicht auch erstmal nur für die mobilen Endgeräte hat, die eben nachher auch zu den Anforderungen passt. Und am Ende die Grundlage des Ganzen sind die rechtlichen und organisatorischen Komponenten. Rechtlich-organisatorisch, das kann zum Beispiel die Nutzungsvereinbarung sein. Das kann aber auch die Datenschutzgrundverordnung sein, die natürlich die absoluten Basics definiert. Und das bilden quasi die Leitplanken mit unserem technischen System. In dem Fall eben dem Endpoint-Manager versuchen wir dann, diese Leitplanken eben zu überwachen. Wir können nicht alles immer 1:1 administrativ erzwingen. Gerade im iOS-Android-Bereich haben wir halt Geräte, die sind für den Consumermarkt entwickelt worden. Da haben wir nicht immer diese 100%-Schnittstelle. Da müssen wir uns manchmal mit den 80% auch zufrieden geben dann einfach. Ja. Und wie setzen wir dann diese organisatorischen, rechtlichen Rahmenparameter um? Sind wieder 3 Bestandteile. Mobile Device Management, Application Management und Content Management. Mobile Device Management versteht da in der Regel die Schnittstellen auf Geräteebene. Das heißt, es ist am Ende das, was eben eine Apple uns zur Verfügung stellt, was eine Google uns zur Verfügung stellt, was eine Samsung uns zur Verfügung stellt, was aber auch ein Windows seit Windows 8.1 integriert hat. Das sind diese Schnittstellen, klassischerweise PIN-Code, um das Gerät zu entsperren, die Geräteverschlüsselung, die ja bei iOS inzwischen Standard ist und mit den modernen Management-Tools auch bei Windows 10 beileibe kein Hexenwerk mehr ist, wo ich früher mit komplizierten Third-Party-Tools, Pre-Boot-Protection und was weiß ich gearbeitet habe, das brauche ich inzwischen alles nicht mehr. Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei, ja. Da gibt es elegantere Wege und das ist eben das, was auf Basis des Betriebssystems möglich ist und das sind die MDM-Schnittstellen. Da unterscheidet sich dann nachher auch, ob ich ein iOS-Gerät einsetze, ob ich ein Android-Gerät einsetze, ob ich ein macOS-Gerät einsetze, ob ich ein Windows 10-Gerät einsetze. Das Management-System ist das gleiche, aber eben die technischen Policies unterscheiden sich doch teilweise deutlich, auch wenn der Use Case nachher vielleicht wieder ähnlich ist. So. Jetzt haben wir natürlich immer wieder auch Feature, die können wir mit den Schnittstellen, die eine Apple uns zum Beispiel bietet, die eine Google uns bietet, nicht abbilden. Und da kommt dann das Application und Content Management ins Spiel. Das heißt, da reichert dann der Hersteller der Unified Endpoint Management Lösung die Schnittstellen der Hersteller nochmal mit weiteren Features an. Das ist jetzt in der Endpoint Manager Welt zum Beispiel klassischerweise die Outlook App, die nochmal ein paar Mehrwerte bietet, Vergleich zur nativen Apple Mail App, zur Google Mail App unter Android und die einfach nochmal einen anderen Management-Ansatz bietet, andere Schutzmechanismen, nachher auch für die Inhalte innerhalb der App und das Besondere beim Application und Content Management ist am Ende des Tages, das ist eigentlich dann geräteübergreifend, das heißt, es ist dann zumindest mal bei iOS und Android, sieht das Ganze dann ähnlich bis gleich aus. Das ist also losgelöst vom Betriebssystem, das darunter läuft, was natürlich dann auch wieder aus Strategiesicht ein interessanter Ansatz sein kann, weil ich eben das iOS-Gerät genau gleich behandeln kann wie das Android-Gerät, losgelöst auch von der Displaygröße. Genau, und dann sprechen wir natürlich auch so ein bisschen über das Bring Your Own Device. Du kannst nicht jedem vorschreiben, ein iPhone mitzubringen, genau. Aber du willst es vielleicht ja trotzdem ermöglichen, jetzt gerade in diesen Zeiten nicht jedem User ein Smartphone zur Verfügung zu stellen, aber dass die vielleicht mit ihren Privaten darauf zugreifen können. Genau, gerade wenn ich vielleicht auch mal spontaner auf Dinge reagieren möchte oder muss, was wir jetzt ja gerade dieses Jahr immer wieder sehen mussten, dass wir eben nicht strategisch mit einer 3-5 Jahresplanung an die Sache herangehen können und sagen können, bis in 5 Jahren hat jeder das geschäftliche iPhone, dann bin ich eben auf solche Managementansätze angewiesen und das sei auch schon mal vorweggenommen. Ich kann eben dieses Application- und Content-Management auch komplett losgelöst vom Gerätemanagement machen. Und da wird es natürlich dann richtig interessant. Nichtsdestotrotz, die Geräte, die tauchen hier ja immer noch auf der Folie und die sind natürlich nicht unwichtig, weil das Gerät muss am Ende des Tages trotzdem irgendwie zu meinem Use Case passen. Wenn ich halt, ich gehe mal wieder auf die Rugged Devices im Lager, kein klassisches mobiles Endgerät, aber da wird es natürlich mit dem iPhone schwierig. Da muss ich einfach gucken, dass das dann passt. Wenn ich irgendwo eine App brauche, die dauerhaft im Hintergrund laufen darf, wird es mit einem iPhone auch schwierig. Da bin ich vielleicht eher in der Android-Welt. Mhm. Wenn ich dann aber umgekehrt sage,
Die Geräteanschaffungskosten sind nur ein Teil der Gesamtbetrachtung. Mir ist nachher vor allen Dingen eine sehr, sehr hohe Standardisierung wichtig im Mobile-Device-Kontext. Dann bin ich natürlich wieder irgendwo in der Apple-Welt vielleicht unterwegs, weil ich nicht so viele Möglichkeiten habe. Aber die Möglichkeiten, die ich habe, die sind eben sauber standardisiert. Ein iPhone ist ein iPhone, ist ein iPhone. Genau. Mit allen Vor- und Nachteilen, muss man an der Stelle immer wieder sagen. Und jetzt gehen wir aber mal weg von den Geräten und vielleicht mehr in Richtung der Use Cases. Mhm. Natürlich gibt es in den Unternehmen zig verschiedene Use Cases. Unsere Erfahrung in den letzten 8 bis 10 Jahren in dem Mobility-Kontext hat gezeigt, am Ende lässt sich es aber auf 4 Use Cases runterbrechen und die passen eigentlich auch immer ganz gut. Und ich habe sie hier mal mitgebracht. Wie soll es anders sein? Muss natürlich irgendwo eine elegante Abkürzung dabei sein. Anders geht es heutzutage nicht mehr. Und habe mal versucht, so die wichtigsten Unterscheidungskriterien einfach mal mitzunennen und auch eine kleine Einsortierung, wenn es um Compliance geht und um die Praxisrelevanz bei unseren Kunden. Das heißt, gerade dieses Thema Praxisrelevanz, das ist da keine empirische Studie unter 100.000 Kunden. Das ist einfach nur das, was wir in unserer täglichen Praxis nachher sehen. Klar. Ganz links haben wir da das klassische Kobo Company Owned Business Only. Jetzt drücken wir den richtigen Knopf, dann sehen wir hier auch das Highlight. Wie zeichnet sich das aus? Das Gerät ist im Unternehmensbesitz, darf ausschließlich geschäftlich genutzt werden. Das heißt, ich habe natürlich eine hohe Sicherheit, weil ich mich de facto gar nicht darüber Gedanken machen muss, wie trenne ich jetzt private und geschäftliche Daten. Die privaten Daten, die gibt es einfach nicht. Und ich habe aber gleichzeitig halt auch einen geringen Mehrwert. Und gerade das Thema Usability spielt halt im Mobile-Device-Kontext immer noch eine große Rolle. Wenn das halt um 17 Uhr in der Schublade verschwindet, habe ich nicht alle Mehrwerte, die ich haben und könnte. Vor allen Dingen, wir wissen ja auch, User sind durchaus erfinderisch. Dann wird natürlich versucht, dort Workarounds zu finden, wie man das Company-Owned, Business-Only-Device dann doch vielleicht privat ein Stück weit nutzen kann. Genau, oder wie ich vielleicht meine Geschäftsdaten auf das private Gerät bekomme. Und beides sind nachher nicht die elegantesten Wege. Deswegen kann ich an der Stelle nur davor warnen, das zu restriktiv zu behandeln. Die Geräte, die waren am Ende des Tages so erfolgreich, eben weil sie so einfach zu bedienen waren, weil sie so viele unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Und wenn wir genau diese Möglichkeiten den Geräten durch die Policies, die wir definitiv setzen können, wir können einen App Store verbieten, wir können eine iCloud verbieten, wir können alle Apps auf einem iPhone ausblenden, bis auf die Telefon-App und die Einstellungs-App. Das heißt, da ist dann nicht mehr viel Spaß übrig. Die Frage ist, brauchen wir das wirklich? Und da muss man natürlich auch die berechtigte Frage stellen. Und da komme ich auf dein Thema zurück. Hier dieses Compliance-Thema, ne? Das ist natürlich die Betrachtung des Endgeräts. Ob das aber nachher dann ausreicht in der Betrachtung, das ist die interessante Frage. Und das kann natürlich die Compliance danach auch nochmal deutlich schwächen. Und deswegen sehen wir hier 2 von 5 Sternen. Es haben immer noch einige Kunden im Einsatz. Oft aber inzwischen nur noch für Spezialanwendungsfälle. Also als Beispiel das Tablet, das im Besprechungsraum liegt und das irgendwie vielleicht zur Raumsteuerung genutzt wird, das soll halt eben gerade keine private Nutzung ermöglichen. Und da ist dieser Anwendungsfall natürlich weiterhin zu 100% valide, aber eben nicht mehr beim klassischen Endanwender. Oder so ein ruggedized Lager-Device oder definitiv, sowas. Definitiv, da geht es gar nicht um. Nein, da geht es ja nicht darum, dass der User was installieren kann und was nutzen, sondern das ist ja für einen klaren Zweck definiert. Und da macht es sicherlich auch Sinn. Definitiv. Für die vielen anderen Anwendungsfälle, die halt in der Regel dann aber eher der Standard sind, sind wir aber eher inzwischen bei Company-Owned Personal Enabled. Das heißt, das geschäftliche Gerät, das ich auch privat nutzen kann. Ob das dann nachher das iPhone ist, ob das das Android ist, ist dabei erstmal komplett losgelöst. Man versucht eben die gute Usability, in dem Fall auch für den Nutzer zu ermöglichen, dass er eben vielleicht einfach auch auf dem Gerät die Kalender-App öffnen kann und sieht, habe heute Abend um 18 Uhr noch irgendwie eine Update-Installation. Habe ich denn da einen privaten Termin oder passt das? Muss nicht irgendwie 2 Apps oder sogar 2 Geräte prüfen. Und habe dadurch natürlich gewisse Sicherheitsabstriche. Deswegen ist auch die Compliance in dem Fall oh la la. Da muss man aber ganz klar sagen, das hängt halt davon ab, wie gut sind meine technischen Rahmenparameter und wie gut sind meine organisatorischen Rahmenbedingungen. Und dann muss man sagen, ist gerade auch, um vielleicht nochmal auf den Endpoint-Manager zurückzukommen, mit dem Endpoint-Manager die Koexistenz von privaten und geschäftlichen Daten auf einem mobilen Endgerät absolut kein Thema. Und deswegen ist es inzwischen auch die gelebte Praxis. Umso weiter wir uns jetzt hier nach rechts auf der Folie bewegen, umso mehr verschwimmt das Ganze. Wir sind dann bei Choose Your Own Device, das heißt, da hat der Mitarbeiter einen Pool, aus dem er auswählen kann. Wir haben halt immer unsere iOS-Freunde, wir haben unsere Android-Freunde.
jeder hat da berechtigte Argumente, warum er sein Gerät besser findet. Wenn ich dem Mitarbeiter jetzt ermöglichen kann, einfach das für ihn passende Gerät auszuwählen, zumindest aus einem definierten Pool, dann habe ich da einfach gewisse Benefits. Der Mitarbeiter kann mit dem Gerät arbeiten, das er gut kennt, mit dem er am effizientesten arbeiten kann. Gerade bei einer privaten Nutzung kann er sich die Anschaffung von dem Gerät privat auch sparen. Das hat einen finanziellen Benefit für den Mitarbeiter, den er übrigens auch nicht versteuern muss. Das ist inzwischen geregelt. Von der Compliance her kriegen wir das eigentlich auch sauber aufgestellt, aber müssen uns eben Gedanken machen. Viele Unternehmen scheuen aber aktuell noch einfach die Mehraufwände, da unterschiedliche Geräte reinzunehmen. Kann man durchaus nachvollziehen, ist natürlich in Zeiten des Fachkräftemangels die Frage, ob es dann nicht doch immer eher Richtung Choose Your Own Device in Zukunft mal gehen wird. Man kennt das ja auch schon vom Laptop. Der eine bevorzugt da Dell, der andere will vielleicht unbedingt sein MacBook sogar noch haben und genau, also da ist ja die Vielfalt groß. Definitiv, ja. Ja, und dann bei Bring Your Own Device, wir kennen es seit Jahren als Schlagwort, ist halt immer noch, wir kriegen das sicher abgebildet, ob der Mitarbeiter am Ende wirklich zufriedener ist, wenn er sein privates Gerät verwenden muss, weil ich ihm kein geschäftliches Gerät stelle, ist die Frage. Als Option kann es durchaus interessant sein. Es sind vor allen Dingen die organisatorischen Themen, die es da schwierig machen, eine saubere Compliance hinzubekommen, nicht die technischen. Und das ist auch genau der Punkt, warum viele davor scheuen. Ja, so vielleicht mal der Einstieg in das Thema, was, denke ich, durchaus wichtig ist. Jetzt schauen wir einfach mal, wo steht denn eigentlich der Endpoint-Manager inzwischen in der Matrix. Das ist der Gartner-Quadranten hier von 2020, diesen Sommer. Für alle, die den Gartner-Quadrant nicht kennen, oben rechts sind die Leader, unten links sind die Nischenplayer und dann verteilt sich es halt so ein bisschen in Visionär und Challenger nach links oben und rechts unten. Und wir sehen ganz klar, Microsoft ist da inzwischen mit dabei. Unified Endpoint Management heißt Windows 10, macOS, heißt aber halt auch iOS und Android. Windows 10 war Microsoft logischerweise schon immer sehr stark und hat da jetzt eben auch entsprechend aufgeholt. Und man muss hier, wenn man den Graphen sieht, sagen, Microsoft hat nicht nur aufgeholt, Microsoft hat überholt. Und das sage ich jetzt als jemand, der eigentlich jahrelang gepredigt hat, Intune mag zwar eine gute Idee sein, aber technisch sind wir noch nicht so weit. Und genau diese Aussage ist eben inzwischen falsch. Man kann es sich nicht mehr erlauben, den Endpoint-Manager vom Tisch zu wischen, weil er die Anforderungen eh nicht erfüllt. Also ich bin tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, dass die so weit oben sind. Ja. Also ich kenne das noch, den Gartner-Quadranten davor. Da war Microsoft noch ein ganzes Stück weit hinten dran. Ja. Und was mich dann auch wundert, ist, dass so eine Mobile Iron doch eher so ein bisschen, sag ich mal, ins Hintertreffen geraten ist im Vergleich zu einer VMware oder zu einer Microsoft. Definitiv, definitiv. Das ist natürlich zum einen spiegelt das wieder, was Microsoft da auch geleistet hat. Zum anderen hat aber auch Gartner so ein bisschen die Betrachtung in 2020 geändert. Das heißt, die haben in der Tat Windows 10 noch mehr gewichtet als früher. Das heißt jetzt nicht, dass man deswegen im iOS- und Android-Umfeld weniger können muss, aber man muss eben im Windows 10-Bereich deutlich mehr können. Und das hat einfach Microsoft dann nochmal so einen richtigen Boost verliehen und es für andere Hersteller eben auch schwer gemacht, zumindest aktuell da mitzuhalten. Nichtsdestotrotz, der Markt bleibt spannend. Wenn wir jetzt gerade mal bei Mobile Iron bleiben, einfach nur als kleinen Ausblick, Mobile Iron wurde von Ivanti gekauft. Mobile Iron ist rechts unten, Ivanti ist links oben. Wenn wir da mal anfangen, den Mittelwert zu bilden, dann sind wir recht schnell wieder in einem Weg, wo wir dann zumindest mal nochmal einen attraktiven Mitbewerber am Markt haben. Und wir wissen es alle, am Ende, wenn wir mehr Auswahl haben, führt es oft zu besseren Produkten. Keine Frage, das ist sicherlich so. Und wir sind mal gespannt. Also da ist Bewegung in dem Markt sicherlich. Und dann schauen wir mal, wie das da sich weiterentwickelt. Also ich glaube nicht, dass Microsoft da weniger Gas geben wird, weil die haben einen klaren Fokus auf dieses Thema definitiv auch gelegt. Ja. Da können wir gespannt sein, was da noch alles kommt. Definitiv. Und da hat sich auch in den letzten Wochen einiges getan, in den letzten Monaten. Auch auf der Ignite wurden noch mal so ein paar Themen angekündigt, die in der Vergangenheit gefehlt haben. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Also, ich habe es gerade eben schon gesagt, der Endpoint Manager ist inzwischen auch für die mobilen Endgeräte eine State-of-the-Art-Lösung. Ich habe die native Nutzung von iOS, Android-Schnittstellen, alles kein Thema. Vorher ist schon mal der Begriff Device-Enrollment-Programm gefallen. Wir haben Zero-Touch von Google, wir haben Nox-Mobile-Enrollment von Samsung. Wir haben dadurch einfach einen richtig, richtig hohen Automatisierungsgrad.
und können am Ende, und das ist nachher auch aus Datenschutzsicht natürlich wichtig, mit den Bordmitteln von Intune und den Bordmitteln der Endgeräte eine Containerisierung auf den Endgeräten sicherstellen. Das heißt, wir können private und geschäftliche Daten trennen. Nichtsdestotrotz, Unterschied Endpoint Manager zu einer Mobile Iron, zu einer VMware, das Ganze ist keine Standalone-Lösung. Das heißt, es macht in den seltensten Fällen Sinn, den Endpoint Manager als einzelnes Produkt und als einziges Produkt aus dem Microsoft-Kontext einzusetzen. Man kann es natürlich tun und es funktioniert natürlich auch, aber die Idee von Microsoft ist natürlich eine andere. Die Idee ist das Zusammenspiel mit den Cloud-Services von Microsoft. Natürlich, da hat es dann seine richtige Stärke und das merkt man natürlich auch und es ist auch gut, dass man das merkt. Also das ist natürlich auch der Ansatz, deswegen ist es ja auch in der M365 mit dabei, dass man sieht, okay, Microsoft entwickelt da ja auch nicht mehr einzelne Produkte, sondern die entwickeln ja wirklich eine Online-Plattform für die Produktivität, Thema Modern Workplace genau. Und wie es alles heißt. Und klar, ich gebe dir recht, jetzt die EMS oder den Endpoint Manager isoliert zu betrachten, würde wahrscheinlich wenig Sinn machen, nur für mobile Endgeräte, auch wenn es möglich ist. Genau, genau. Trotz aller Fokus auf die Cloud, Microsoft tut da auch im On-Prem-Bereich nochmal was. Jetzt zum Beispiel der Microsoft Tunnel für iOS und Android, eine sehr, sehr mächtige VPN-Komponente, die es bisher noch nicht gab, wurde jetzt auf der Ignite vorgestellt. Wir konnten die auch schon testen. Das funktioniert echt charmant und macht natürlich den anderen Mitbewerbern da durchaus auch schwieriger, weil das war in der Vergangenheit immer noch so ein Punkt, da musste man auf Drittprodukte setzen. Jetzt habe ich es eben komplett aus dem Microsoft. Ja, und was ist der Gag bei der Tunnel-Komponente? Sie läuft auf Linux. Läuft auf Linux, genau. Das heißt, auch da sieht man, es wird einfach geguckt, was ist nachher die beste Lösung dafür und dass halt so ein VPN-Server vielleicht unter Linux ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet. Dann nutzt eben auch Microsoft dann die Linux-Komponente. Das ist ja schön zu sehen. Weil das natürlich. Auch wenn man so ein bisschen schmunzeln muss, ja, natürlich. Das Grinsen kriegt man da nicht aus dem Gesicht gewischt. Ja, so viel vielleicht mal als grundlegender Überblick zur Geräteverwaltung. Wenn wir da noch ein bisschen weiter reinschauen, ich habe es vorher schon mal angesprochen, wir haben natürlich auch noch die ganzen Microsoft-Apps auf den Endgeräten und die kann ich natürlich dann dazu nutzen, am Ende die Daten auch auf Applikationsebene zu trennen. Wir können einmal unter iOS, ich bleibe bei dem Beispiel, eben die Apple Mail App verwenden und können da die Daten drin trennen oder ich kann eben sagen, die Apple Mail App, das ist die private App. Meine geschäftlichen Daten sind in der Outlook-App. Dann habe ich halt noch ein OneDrive, ein Teams, ein PowerPoint oder was auch immer. Besonderheit bei den Apps ist natürlich, die möchte ich vielleicht auch privat nutzen. Wie kriege ich das jetzt hin? Gerade bei einem Gerät, das ich nachher geschäftlich und privat nutzen darf, jetzt habe ich eine private Outlook.de-Adresse oder habe ein privates Office 365-Abonnement, dann will ich natürlich das auf dem gleichen Gerät auch nutzen. Auch daran hat Microsoft gedacht und eine Trennung innerhalb der Anwendung uns ermöglicht. Das heißt, wir können sogar innerhalb der Outlook-App, innerhalb den restlichen Microsoft-Apps auf den Endgeräten nachher zwischen privat und geschäftlich unterscheiden. Das sind dann die Mobile Application Management Policies. Und das kann im Prinzip genau dieses Thema auch komplett losgelöst vom eigenen Gerätemanagement betreiben. Das ist ja dann im BYOD-Kontext nochmal richtig, richtig spannend. Genau, weil also ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, mit Containern, wo ich dann die App zweimal hatte, einmal geschäftlich und einmal privat auf meinem Gerät installiert und immer gucken musste, welche muss ich denn jetzt öffnen und so weiter. Das fällt dadurch natürlich auch alles weg. Genau, also das fällt zumindest unter iOS komplett weg. Ja. Bei Android, je nach Management-Ansatz, ist es immer noch so, dass ich die App dann auch zweimal installiert haben kann, aber das ist immer nachher dann einfach bei den Use Cases, bei den Strategiefragen, sowas muss man in einem gemeinsamen Workshop erörtern, eben gucken, was passt dann am besten zur Anforderung. Da sind pauschale Aussagen dann in der Tat schwierig. Natürlich. Du weißt doch, die Antwort eines guten Consultants ist immer, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, genau. Ja. Bleiben wir einfach mal bei den Microsoft-eigenen Apps. Sie sind nämlich mit dem sogenannten Intune SDK versehen. Da sehen wir es, da taucht der Name Intune immer noch auf. Aus meinem Sprachgebrauch, Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, ist es auch immer noch nicht ganz verschwunden. Mal ist es der Endpoint Manager, mal ist es Intune. Ich habe es vorhin auch Intune gesagt. Ja, also wir meinen immer alle das Gleiche, nämlich den Endpoint Manager als Gesamtprodukt. Und dann gibt es dann eben unterschiedliche Teilbereiche. Und dieses SDK, dieses Software Development Kit, ermöglicht uns eben nochmal diese Apps mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen zu versehen. Ich habe da mal rechts exemplarisch auf der Folie einen Screenshot mitgebracht und da kann ich eben dann, in dem Fall ist es von einem Apple-Gerät, wenn ich die Outlook-App starte, nochmal ein zusätzliches Authentifizierungsmerkmal abfragen. Ist natürlich gerade dann interessant. Beispiel, ich habe ein Tablet,
auf dem Couchtisch liegen zu Hause, bin ja im Homeoffice. Das Gerät darf ich selbstverständlich auch privat nutzen, ist ja ein iPad, da ist es problemlos möglich. Jetzt spielt mein Kind damit vielleicht auch mal irgendwelche Spiele. Es geht ja nicht immer nur um den beabsichtigten Datenverlust, den gezielten Angriff, es geht auch um den unbeabsichtigten Datenverlust. Dann habe ich eben am Ende des Tages keine verschobenen E-Mails, weil das Kind aus Versehen meine Mail-App gestartet hat oder gelöschte E-Mails, noch viel schlimmer. Das heißt, auch da, es kann einfach auch praktisch sein, es muss gar nicht immer um das Security-Merkmal nachher an sich gehen. Ja. Das Schöne ist, dieses SDK, Software Development Kit, das kann jeder einbauen und das haben eben auch unterschiedlichste Anbieter mit eingebaut. Gibt es von Microsoft eine Liste, wo die ganzen gelistet werden. Da ist zum Beispiel eine Adobe, da ist eine Cisco mit Jabber dabei, da ist eine SAP dabei, da ist ein Zoom dabei. Das heißt, auch da ist nicht die Mitbewerber kategorisch ausgeschlossen, sondern da einfach auch geguckt, was ist am Ende für den Kunden die beste Lösung. Und da brauchen wir einfach die Integration der unterschiedlichen Produkte. Und dann natürlich quasi bis zum Schluss aufbehalten, nochmal nicht ganz unwichtig, kam heute Morgen auch das eine oder andere Mal zur Sprache. Wenn ich eben über Cloud-Services spreche, dann sichere ich die am Ende des Tages nicht mehr über einen Reverse-Proxy, über eine Firewall, einen VPN-Tunnel oder Ähnliches ab. Könnte ich natürlich tun, aber geht ein bisschen an der Idee vorbei. Ich kann eben dann innerhalb des Conditional Access-Regelwerks auch dieses mit zusätzlichen Parametern zur Gerätesicherheit anreichern. Das ist im einfachsten Fall einfach nur, das Gerät muss registriert sein, damit es eben auf Mails zugreifen darf, um da vielleicht dann Bring-Your-Own-Device nur in einem klar definierten Rahmen zu erlauben. Geht aber noch weiter, dass ich inzwischen zum Beispiel den Microsoft Defender, den es auch für iOS inzwischen gibt, eben auch noch mal in dieses Regelwerk mit aufnehmen kann, dann wirklich nicht nur die Geräteregistrierung habe, sondern am Ende wirklich auch eine valide Aussage, dieses Gerät ist sicher und deshalb darf es zugreifen, ist es nicht mehr sicher, wird die Kommunikation unterbrochen. Ja, da geht es ja sogar auch noch ein Stück weit weiter, diese Integration zum Beispiel auch von ehemals Azure Information Protection Richtung Labeling. Ich kann, wenn ich mein Dokument zum Beispiel so markiert habe, dass ich nichts rauskopieren kann, dann kann ich auch in iOS das nicht rauskopieren. Genau. Und so Geschichten. Also da ist der Ansatz ja inzwischen auch sehr ganzheitlich. Genau, da gibt es natürlich noch viele mehr Punkte. Einen der weiteren hast du jetzt gerade schon angesprochen. Das geht natürlich dann weit über die Containerlösung innerhalb einer App hinaus. Da kann ich dann das Dokument sogar noch schützen, egal wo sich das Dokument befindet, auch wenn es gar nicht mehr innerhalb meiner Infrastruktur, innerhalb meines Geräteparks sich auffällt. Und das ist natürlich dann einfach der nächste Konsens. Konsequente Schritt. Soweit mal der Überblick. Vielleicht einfach zum Abschluss noch ein kurzes Fazit. Ich will es auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir kommen aus einer Welt, der Screenshot ist auch wieder von Gartner, in dem Fall von 2008, aber hat nichts an Aktualität verloren. Wir kommen aus einer Welt, da hatte ich halt SCCM für mein Client-Management zum Beispiel und für meine mobilen Endgeräte. Oft eben nichts aus der Microsoft-Welt, sondern ein Mitbewerber. Das war auch lange Zeit gut. Jetzt beginnt das Ganze aber zu verschmelzen. Spätestens seit Microsoft mit dem Endpoint Manager angekündigt hat, SCCM und Intune irgendwie so in eine gemeinsame Blase zu werfen, nenne ich es jetzt mal mit meiner hohen Flughöhe, haben wir da einfach immer noch zwei unterschiedliche Teilbereiche. Da kann ich natürlich auch immer noch das MDM von Hersteller A nehmen und die Windows 10-Verwaltung von Hersteller B. Aber das wächst eben alles mehr zusammen. Und die dritte Konsequenz ist dann eben ein echtes Unified Endpoint Management System. Und genau das ist ja auch der Blick über den Tellerrand, nenne ich es jetzt mal, den wir hier heute versuchen zu ermöglichen. Und damit würde ich auch das Mobility-Thema abschließen, Dominik, und an dich übergeben. Dankeschön. Vielen Dank, war sicherlich ein interessanter Einblick. Also ich glaube, da war auch für den einen oder anderen Kunden so ein bisschen ein Aha-Effekt mit dabei, was da inzwischen alles geht. Jetzt haben wir natürlich vorhin schon mal dieses Buzzword Modern Workplace, modernes Arbeiten, Anytime, Anyplace, Anydevice. Ja. Sagt sich immer ganz einfach. Ja, es ist total simpel. Ja. Mit dem Endpoint Manager haben wir jetzt ja gelernt, kriegen wir das ganz schnell hin. Nein, aber sind wir doch mal an der Stelle ehrlich. Ich glaube, Corona hat uns alle in diesem Bereich dann doch nochmal einen enormen Boost gebracht, weil gerade Firmen, die ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten, dann feststellen mussten, ja, okay, vielleicht hat einfach nicht jeder ein Notebook oder ein Tablet, mit dem er alles bearbeiten kann. Wie stelle ich denn meine Programme zur Verfügung? Ja. Wie stelle ich denn sicher, dass nur der Mitarbeiter darauf zugreift und da ist dann halt auch das einfache Passwort nicht mehr das Mittel der Wahl. Genau.
Any Device ist zwar schön, aber ich will am Ende trotzdem wissen, welches Gerät und ob es auch sicher ist. Ja, ja. Ich habe ja trotzdem da meine organisatorischen rechtlichen Verpflichtungen am Ende des Tages. Ganz genau, aber da haben wir eben jetzt die zentrale Plattform, um alle Geräte im Netzwerk zu verwalten. Und Netzwerk ist natürlich an dieser Stelle auch ein Wahn. Also das ist, mein Netzwerk weicht auf. Also ja. Mein Netzwerk ist nicht mehr nur mein Netzwerk, sondern es ist einfach zu großen Teilen jetzt auch ein Stück weit das Internet geworden. Und dann haben wir halt dieses Thema Bring Your Own Device, gerade jetzt in der Corona-Phase, bei ganz vielen Kunden auch erlebt, die gesagt haben, wir haben zum Glück so motivierte Mitarbeiter, die bereit waren, quasi auf ihren privaten Geräten ins Homeoffice zu gehen und zu arbeiten, weil wir es einfach in der Zeit nicht geschafft haben, ihnen mobile Geräte im Sinne von Notebooks bereitzustellen. Wir wissen alle, da gab es dann auch mal gewisse Lieferengpässe, weil nicht nur die eine Firma ist auf die Idee gekommen, dass das jetzt eine gute Idee wäre, sondern ganz, ganz viele. Und dann haben wir vielleicht das Thema, wir haben jemanden, der halt auf seinem iPad Pro, das er zufällig zu Hause hat, gearbeitet hat. Oder der auf seinem Windows 7 Rechner, den er noch zu Hause hat, gearbeitet hat und so weiter. Nichtsdestotrotz muss ich ja gucken, dass ich das in irgendeiner Art und Weise einfange. Das können wir über diese zentrale Plattform Endpoint Manager. Wir haben natürlich, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, diese ideale Integration innerhalb dieser Microsoft-Plattform. Und wenn wir uns dann mal angucken, was da schon auch alles mit dabei ist, das heißt, Teams hat einen enormen Boost zum Beispiel bekommen innerhalb dieser Corona-Zeit. Also die Userzahlen sind enorm gewachsen, weil ich einfach die Möglichkeit habe, nicht nur mit meinem Kollegen zu telefonieren, nicht nur zu chatten, sondern ich kann auch halt auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Das heißt, ganz oft haben wir jetzt halt diesen Vorteil, dieses persönliche Meeting ist natürlich immer noch schön und wir freuen uns, wenn wir uns noch persönlich sehen, aber Teams kann da ganz viel ersetzen. Ja, ich würde sogar so weit gehen, es kann es nicht nur ersetzen, es macht sogar in Teilen besser. Natürlich sind gewisse Themen immer noch face-to-face einfacher. Wenn ich aber wirklich, wir haben es jetzt da hier bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung gesehen, wenn ich wirklich zu dritt an einem Dokument arbeiten möchte, bin ich halt einfach effizienter unterwegs, wenn ich in einem Teams-Call unterwegs bin, jeder an dem Dokument gleichzeitig arbeiten kann, jeder seine Folien irgendwo im Griff hat, als wenn ich das Ganze in einem Meetingraum mache, wo einer am Laptop sitzt und dem anderen diktiert, welche Taste er drücken muss. Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch schon eine wichtige Komponente dieses modernen Arbeitens, dass es mehr kollaborativ wird und weniger Insellösungen. Früher hatte man dann auch, also auch gerade schon diese Versionierung, früher diese Version 0.2, 0.3, 0.4, Version final, final abgestimmt, jetzt wirklich final und irgendjemand kopiert sie dann in einen neuen Ordner final. Und dann hat er es aber nochmal. Der Kollege bearbeitet aber die alte Weise. Ja, genau. Und er hat sie dann nochmal per Mail versendet. Und also, ich glaube, das kennt jeder. Und das, sage ich mal, reduziert natürlich an dieser Stelle enorm Aufwände und macht die Zusammenarbeit besser. Und egal, wo die Geräte sich befinden, sie haben die neueste Software, sie haben den neuesten Stand, sie sind immer aktuell. Ich kann über die Compliance sicherstellen, dass die Geräte einen aktuellen Virenscanner haben und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe hier auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, meine Geräte zu verwalten. Sind wir mal ehrlich, mit dem SCCM, wenn jemand sein Notebook drei Monate zu Hause hatte, dann hat er halt auch drei Monate keine Updates bekommen. Ja, genau. Also ich habe erst letzte Woche mit einem Kunden gesprochen, der nutzt SCCM und der hat gesagt, Herr Drescher, was können wir denn da jetzt tun? Meine Mitarbeiter sind größtenteils im Homeoffice irgendwie. Ich kriege da kein Feedback mehr von meinem SCCM. Was ist jetzt installiert? Wo ist gepatcht? Ich habe da eigentlich das Ziel, irgendwo bei 80% innerhalb von einer Woche zu landen. Können wir da nicht irgendwo was tun? Und natürlich können wir da was da tun. Der Ball zurück zu dir. Ja, genau. Da können wir natürlich wunderbar mit dem Endpoint Manager angreifen und alles sagen, hey, machen wir aus deinem SCCM den Configuration Manager und verheiraten den mit Intune. Dann hast du deine Arbeit im SCCM wirklich nicht umsonst gemacht. Ja. Aber du hast halt diese neuen Möglichkeiten. Das ist dann gerade, wenn es dann nachher auch um die schrittweise Umstellung geht, natürlich auch hilfreich. Ich muss dann nicht den großen Knall machen, den Big Bang. Ich kann einfach dann Abteilung für Abteilung, User für User, Use Case für Use Case irgendwo rangehen, die ganzen Vorteile der alten Welt weiterhin nutzen und langsam mich in die neue Welt bewegen. Klar, und es ist bei manchen dann auch ein bisschen ein Umdenken einfach erforderlich, weil es ist ein anderes Konzept, wie die Sachen verwaltet werden. Also allein, wenn wir uns den Autopilot angucken, früher die Geräte PXE-Boot wurden geimaged, Windows 10 wurde installiert und dann wurden die Pakete installiert und so weiter. Nein, der User kriegt dieses Gerät nach Hause geschickt und packt es aus und da ist ein Windows 10 schon drauf und wir nutzen dieses Windows 10, weil
auch wenn Sachen drauf sind, die nicht drauf sein sollten, dann deinstallieren wir die halt remote. Also das sind einfach so Sachen, wo man sagt, okay, das ist schon ein bisschen ein anderes Herangehensweise an dieses Thema, wie es halt bisher ganz oft der Fall war. Definitiv, das heißt, es macht da halt keinen Sinn, meine Anforderungen aus der alten Welt 1:1 mit den Werkzeugen aus der modernen Welt versuchen nachzubauen. Da werde ich enttäuscht sein und da werde ich nachher mit dem Endpoint Manager auch an meine Grenzen kommen. Das ist ganz klar. Und deswegen, ich denke, muss man da einfach in die Diskussion der Use Cases und Anforderungen dann einfach mit einsteigen. Definitiv. Ja, jetzt haben wir ziemlich viel über den Endpoint Manager gesprochen. Wir haben vorhin bei Markus schon mal so ein bisschen über das Thema Security Aspekte gesprochen. Wir wollen da einfach uns noch mal ein paar Sachen angucken. Also Plattform für alle Security-Themen im Endpoint-Bereich ist halt einfach auch der Endpoint-Manager oder er will sich dorthin positionieren. Ja. Und ich glaube, er ist schon zu großen Teilen einfach dort. Der erste Punkt ist sicherlich das Conditional Access, das haben wir bei dir schon gesehen. Ist einfach eine Lösung, die bisher von keinem Anbieter mir bekannt ist, der das so abbilden kann, wie der ein Conditional Access. Für die, die Conditional Access oder zu Deutsch bedingter Zugriff nicht kennen, wir können aufgrund verschiedener Kriterien verschiedene Anmelde- und Nutzungsszenarien abbilden. Mhm. Das heißt zum Beispiel, ein Mitarbeiter befindet sich im Office. Dann ist ja der IP-Bereich bekannt. Dann ist quasi der IP-Bereich ein Faktor für die Authentifizierung. Und wir sagen, der im Office ist, darf sich mit Benutzername, Passwort anmelden, darf alles nutzen. Vorausgesetzt, es ist ein Firmendevice. Sollte es ein Bring-Your-Own-Device sein, dann darf er vielleicht im Unternehmensnetzwerk sich auch mit nur einem Passwort anmelden, aber er darf zum Beispiel nicht auf seine OneDrive-Daten zugreifen, weil das wollen wir ja verhindern. Oder der Mitarbeiter befindet sich im Homeoffice und möchte jetzt auf Dienste zugreifen, ja, dann braucht er halt immer einen zweiten Faktor. Und dieser zweite Faktor kann unterschiedlichst aussehen, wie eine SMS, ein Anruf, eine App, die Microsoft Authenticator App, oder eben zum Beispiel ein Fido 2-Stick, also wirklich ein Stück Hardware, was wir an der Stelle dann noch benutzen können. Und dort können wir wirklich auch unterschiedliche Szenarien in unterschiedlichen Nutzungsgraden wirklich definieren. Und dadurch, dass wir halt wirklich in Intune auch die Geräteverwaltung haben, können wir auch auf den Gerätenstatus zum Beispiel zugreifen. Ja? Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, den Windows Defender über Intune zu verwalten. Wir können also wirklich gucken, wir kriegen das Feedback live von den Endpoints zurückgemeldet in den Endpoint Manager. Ist da irgendwo ein Malware-Befall? Ist dort irgendwas? Und das eben auch außerhalb meines Unternehmens. Ganz viele Virenhersteller haben diese Management-Konsole schon viele, viele Jahre im Einsatz. Ja? Aber die setzt dann halt auch immer wieder voraus, dass hier eine Kommunikation zwischen den AV-Servern im Unternehmen stattfindet, also sprich VPN-Verbindung oder irgendwas in diese Richtung. Über Intune oder Endpoint Manager können wir das Ganze eben über die Cloud machen und kriegen das mit, wenn wir einen Malware-Befall haben von einem Gerät, egal wo es sich gerade befindet. Das ist dann ja eigentlich ein weiterer Vorteil. Man sagt ja immer gerne, Cloud, kann ich das wirklich heute schon nutzen? Und natürlich gibt es mit Sicherheit Dinge, die es zu bedenken gilt. Aber das ist jetzt eigentlich so ein klassischer Ansatz. Der war jetzt so mit meiner Firewall und meinem VPN-Tunnel nicht möglich oder zumindest nur schwierig möglich. Meistens konnte ich problemlos, das heißt meistens, ich hatte zum Glück nie die Probleme mit einem Virenbefall, aber man kann problemlos einen VPN-Tunnel aufbauen, obwohl mein Gerät infiziert ist und dann eben die Schadsoftware ins Unternehmen reintragen. Hier können wir jetzt ja Kombination Conditional Access mit dem Defender da dann plötzlich ein deutlich intelligenteres Regelwerk kommen. Genau, und da spielt dann eben auch nochmal dieses ganze Thema Compliance mit rein. Ein Gerät, das quasi einen Virenbefall hat, ist automatisch non-compliant und kann sich dann auch nicht mehr dort melden und würde auch quasi nicht den Zugriff auf die Unternehmensdaten bekommen. Mhm. Und der Markus hat es angekündigt, wir haben jetzt halt auch die Möglichkeit zu sagen, oh, du hast einen Virenbefall, wir setzen dir das Ding zurück, wart mal halbe Stunde bis Stunde und dann bist du wieder ready to work. Und das ist natürlich ganz angenehm und bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, wie wir sie vorher hatten. Definitiv. Genau. So als letzten Schritt möchte ich dann eben nur noch mal ganz kurz hier auf dieses Thema Endpoint Security eingehen und zeigen, was da eben alles mit dabei ist. Also da ist einmal eben dieses ganze Thema Antivirus mit dabei, also der Windows Defender, beziehungsweise in der E5-Variante dann auch die Defender ATP, also ein verhaltensbasierter, KI-basierter Virenscanner, der dann wirklich
bis auf den letzten Klick mir auswerten kann, wann, wo irgendwas geklickt und ausgeführt wurde. Dann haben wir Disk Encryption, also die komplette Verschlüsselung der Festplatten mit BitLocker, das wir hier drüber verwalten können. Wir haben aber auch die Firewall, also die Windows Firewall, die wir komplett darüber verwalten können, wo wir dann auch zum Beispiel ein paar Sachen in eine Exception packen können und sagen, das darf nicht kommunizieren oder wir haben eine Ausnahme für einen IPsec-Tunnel zu einem anderen Kunden, ansonsten sind IPsec-Tunnels irgendwie verboten. Ja. Wir haben Endpoint Detection and Response, also wie im Endeffekt, was passiert, wenn wir dort was finden, wie reagieren wir dort. Wir können dadurch, dass wir dort benachrichtigt werden, deutlich schneller reagieren, als wir das vielleicht früher getan haben. Wir haben die Attack Surface Reduction, wo wir quasi hingehen können und auf Basis von Best Practices uns anschauen können, was sollten wir denn tun, um unsere Angriffsfläche zu verringern? Also welche Themen sollten wir vielleicht noch angehen, um die ganzen Themen sicherer und weniger angreifbar zu machen? Dann haben wir ein ganz tolles Thema Account Protection. Also wenn zum Beispiel du dich jetzt hier im Systemhaus anmeldest, eine halbe Stunde später aber in Rio de Janeiro, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du das machen kannst. Ja. Davon können wir dann ausgehen, dass dieser Account kompromittiert ist. Mhm. Und wir können dann mit einem gewissen Regelwerk vorgehen, um das zu entdecken und zum Beispiel sagen, okay, lieber User, dein Account ist kompromittiert. Bitte bei der nächsten Anmeldung Passwort ändern und das mit einem zweiten Faktor bestätigen. Bis hin zu, wir können den Account sofort sperren. Und wie auch immer wir das damit umgehen möchten. Also auch eine sehr interessante Variante, um, sage ich mal, Impersonation und diesen berühmten CEO-Hack-Fraud da vorzubeugen. Und das Ganze auf Basis von einem automatisierten Regelwerk, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Genau. Das heißt, da muss dann kein Admin mehr tätig werden. Das heißt, wenn dann der Kollege meint, der muss Sonntagabend noch schnell in seine Mails schauen, dann läuft quasi der ganze Prozess schon automatisch los, ganz ohne, dass die IT tätig werden muss. Richtig, genau. Dann eben, wie wir schon uns angeguckt haben, dieses Device Compliance, also wir definieren, wann ist ein Gerät compliant, also wann darf es auf diese Dienste zugreifen und dann eben als nächste Stufe oder letzte Stufe in diesem Sicherheitspaket eben nochmal das Thema Conditional Access, das wir uns jetzt gerade auch schon so ein bisschen genauer angeschaut haben. Das von meiner Seite nochmal zum Thema Security-Aspekte im Endpoint Manager. Also Sie sehen, das ist auch mehr ein Framework. Das ist nicht eine fertig definierte Lösung. Da ist sicherlich auch noch etwas Arbeit zu tun, um das perfekt umzusetzen. Aber ich glaube, damit hat man einen Werkzeugkasten, um es so abzusichern, wie ich es on-premise gar nicht oder nur mit unglaublichem Aufwand hinbekommen würde. Ich kann mir die für mich und zu meinen Anforderungen passenden Produkte, sei es jetzt auf der Security-Seite oder wenn wir mal ein bisschen nach vorne springen, beziehungsweise zeitlich nach hinten springen in der Präsentation, auch für die Usability-Seite nachher, weil das Schöne ist ja hier bei diesen ganzen Ansätzen, oft gehen da Security und Usability dann Hand in Hand. Ja, definitiv. Gut, damit wären wir für heute eigentlich mit unseren Themen durch. Wir sind natürlich jetzt auch noch gerne bereit, Fragen zu beantworten. Wenn es denn Fragen gibt, und nutzen Sie den Chat. Der Felix geht gerade mal hin und schaut mal in die Regie, ob Fragen inzwischen aufgelaufen sind. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bleibt uns eigentlich an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, dass Sie heute wieder bei uns dabei waren beim Livestream. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie sehen schon die nächsten Termine, schon mal ein Save the Date, also Migration nach M365 und zwar egal von welchem System wir sprechen. Dann haben wir im Januar ein ganz interessantes Thema, das ist Microsoft Teams Meeting and Calling. Wir hatten ja letzten Monat Teams aber besser. Jetzt geht es tatsächlich darum zu sagen, wie kann ich denn Teams als vollwertige Telefonanlage, als Telefonielösung nutzen und damit quasi meine bestehende Telefonielösung
Das ersetzen. Ist, denke ich, so das nächste große Ding, gerade in dem Kontext, dass ich da nicht mehr unterschiedliche Anwendungen habe und hier einmal telefonieren und einmal in Teams. Und wenn auf der einen Leitung bin ich am Telefonieren und auf der anderen Leitung klingelt es trotzdem, sondern wie klappt das Ganze dann sinnvoll zusammen auch? Ne? Genau, das wird sicherlich ein sehr spannendes Thema. Auch da kann ich sagen, da haben wir hochkarätige Unterstützung für das Thema. Dann haben wir das Thema New Work. Auch ein sehr spannendes Thema. Da werden wir viele Aspekte auch beleuchten. Auch zum Beispiel das Thema Raumausstattung wird dort ein Thema sein. Wie baue ich moderne Büroräume für modernes Arbeiten? Ganz spannendes Thema im Februar. Und da ganz kurz noch einhaken darf, das ist insofern brechen wir da ein Stück weit aus dem bekannten Format aus, weil wir diesen Tag, diesen New Work, deutlich umfangreicher gestalten. Genau, also. Da werden viele Themen beleuchtet, da wird auch Adoption beleuchtet, da werden Räume beleuchtet, da werden Herangehensweisen und Raumausstattungen beleuchtet. Also ein, sagen wir mal, die etwas höhere Warte auf alles, den Überblick dazu. Ich hoffe, man hat es jetzt gehört. Wahrscheinlich nicht. Dann, also es ist sehr viel, ich fasse es dann nochmal kurz zusammen, also es ist sehr viel umfangreicher als ein normales Übersetzen, genau, normal als unser normales Livestream. Das wird fast ein ganzer Tag sein, wo wir eben auch das Thema Adoption mit aufnehmen. Also wie nehme ich Adoption und Change Management, wie nehme ich meine User mit und Raumausstattung, Ausstattung und so weiter. Also das wird umfangreicher als unser normaler Livestream. Einfach auch mal ein bisschen weg von den technischen Themen in dem Kontext. Genau. Und gerade auch, sage ich mal, wie sieht es vielleicht dann irgendwann mal nach Corona aus? Die Leute kommen wieder ins Büro zurück, es kommen aber vielleicht nicht alle jeden Tag ins Büro zurück. Und wie kriegen wir das denn alles sinnvoll unter einen Hut, dass man eben die Räumlichkeiten, wo wir vielleicht momentan noch Großraumbüros haben, wo 20 Schreibtische stehen, eben sinnvoller nutzen können und dann nicht 20 Schreibtische 50% der Zeit leer stehen. Genau. Und dann haben wir tatsächlich jetzt den letzten geplanten Termin, der ist im März. Da werden wir uns dem Thema Power BI widmen. Wurde tatsächlich auch schon ein paar Mal nachgefragt nach dem Thema. März ist es jetzt endlich soweit, werden wir das Thema Power BI nochmal beleuchten. Wir haben die Power-Plattform schon mit Power Automate und Power Apps uns genauer angeschaut. Jetzt eben nochmal den Blick dediziert auf Power BI. Also merken Sie sich die Daten, tragen Sie sich schon mal im Kalender ein. Würden uns freuen, wenn Sie wieder bei unseren Streams mit dabei sind. Ja. Also wir werden danach natürlich auch weitere Streams machen, aber tatsächlich ist es jetzt erstmal so, dass wir noch keine weitere Planung haben. So 3 Monate, 4 Monate ist jetzt so unser Vorlauf. Wie gesagt, dann vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Sind immer noch keine Fragen bei uns eingegangen. Von daher bleibt uns nur, Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen. Wir hoffen, es war unterhaltsam und informativ. Und wie gesagt, freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und wir verabschieden uns. Dennis, auch nochmal danke, dass du das einrichten konntest. Sehr gerne. Und dann bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Eine gute Zeit.